Wir gehen wieder live auf YouTube. Es ist wieder Zeit für ein bisschen Fortnite. Für Fortnite Content. Perfekt. So. Alright, alles ist aktiviert. Jetzt muss ich nur noch den Chat aktivieren. Geh off. Für den Huni, wenn du jetzt sofort donatest, dann mach ich sofort. Patrick, was geht? Willkommen. Wie geht's? Wie steht's? Felix Luca, dich kenne ich ja noch. Dich kenne ich ja noch von irgendwo. Mr. Ames, Alter. Du Wichser, Alter. Warum hast du das jetzt geschrieben? Jetzt habe ich irgendwie Bock wieder auf Velo, Alter. Du kleiner Ho. Ghost, das geht, komm. Oh, fuck, man. Oh, jetzt will ich die ausprobieren. Scheiße, Mann. Scheiße. Was? Der OG ist am Start von vor 3 Jahren. Boah, ich weiß auch nicht, wann du zuletzt hier warst. Das weiß ich wirklich nicht. Aber ist schon länger her, das stimmt. So. Alright. AFK, was geht? Willkommen. Junge, ja, hä? Ich will Clove absolut ausprobieren. Mir, was geht, AFK, was geht? Ich muss noch Fortnite aktualisieren. Ja, stimmt, heute hat auch Fortnite ein Update gehabt. Wir machen jetzt erstmal Folgendes. Wir machen erstmal eine kleine Aufwärmrunde. Wir machen erstmal eine kleine, entspannte Solo-Runde. Code ist Desti1 natürlich, steht auch immer unten rechts. Mir geht's gut, wie geht's selber, Mew? Kann ich mal wieder Helfer oder eine Lobby? Oh, da bist du ja. Das brauchen wir eigentlich gar nicht mehr so helfermäßig. Skin Contest machen wir eigentlich nur noch auf Custom. Auf Creative Maps. Ames kein Mod mehr? Ja, der ist ja nie da auf YouTube. Ich habe Felix auch Mod weggenommen. Der ist auch nie da. Macht keinen Sinn. Doggy, was los? Doggy, ich sehe dich. Wie geht's dir? Es gibt Döner. Was soll das? Ich habe nichts zu essen. Ich verhungere. Um was geht's? Es ist gerade eine ganz normale Solo-Runde. Kein Preisgeld oder so. Ich schreibe das immer im Titel und auch unten rechts, wenn es um Preisgeld geht. So schlecht, Beef, du kleiner Cock. Du hast wirklich einen richtig kleinen Cock, Beef. Soll ich dir was schicken? Ja, bitte. Geht nicht, der Code. Ich habe, glaube ich, den Code verkackt, ne? Ich habe aber Desti1 geschrieben. Vielleicht ist Fortnite auch kacke gerade. Ne, wir machen eine Custom-Runde erstmal. Eine Aufwärmrunde. Ja, Felix war auch schon super lange nicht mehr da. Auf Twitch ist er auch nicht mehr da gewesen, also von daher. So, jetzt funktioniert jetzt der Code. Desti1. Alles kleinschreiben? Ja, jetzt funktioniert's. Keine Ahnung, warum es jetzt nicht vorhin ging. Was machen wir alles heute? Wir machen erstmal eine kleine Solo-Runde. Danach würde ich sagen, nochmal eine Custom-Runde. Und danach Skin Contest. Und danach, mal schauen. Wenn Desti gewinnt, schenke ich ihm einen Tanz. Jetzt geht's los, Alter. Ich werde nie im Leben gewinnen. Ich bin viel zu schlecht. Bin übrigens neu. Dankeschön für dein Abo. Wer ist noch alles Mod? Es gibt genau 4 Mods. Cramps, Erik, Kletterstange und Ivo. No Build oder mit? Das ist mit Build. Ich habe endlich eine Freundin, Patrick. Herzlichen Glückwunsch, Bro.
Wie kann man Mod werden? Aktuell gar nicht. Ich brauche aktuell noch nicht einen Mod. Vielleicht irgendwann später brauche ich einen Mod, aber aktuell alles entspannt. Geil, ich hoffe, dass ich wieder Dritter werde. Ja, mal schauen, ne? Aber was ist denn los, Alter? Code ist SD1. Wir machen gerade eine Solo-Runde. Müsst ihr alle Update machen oder was ist denn hier los? Wo seid ihr? Es wird neuen Leuten wieder angezeigt. Ja, ich glaube auch. Alle liken. Gerne auf jeden Fall ein Like da lassen, Jungs, Mädels. Würde ich mich mega freuen. Falls ihr neu seid, falls ihr Bock habt, gerne ein Like da lassen. Gerne auch den Stream teilen, falls ihr gute Kollegen habt oder Freunde habt, die Bock haben, mitzumachen. Gerne teilen. Wie, was soll das? Ich bin dein Nummer 1 Supporter und dann sowas. Wir landen für die Leute, die neu sind. Das ist ja die erste Runde. Wir landen alle immer Pleasant. Also die erste Runde immer. Junge. Immer Pleasant landen. Wir machen erstmal eine kleine Fight-Runde. Wo sind eigentlich deine so aktiven Mods? Ja, Junge. Wir sind gerade alle schlafen. Krams ist gerade. Keine Ahnung. Irgendwo. Irgendwo im Verschollen. Erik ist gerade arbeiten. Ivo ist gerade arbeiten. Und Klitterschlange kommt vielleicht dann gleich bald. Oh. Ames, lass ihn in Ruhe. Wir machen aber nur eine Aufwärmrunde. Ne? Also ich will jetzt auch nicht 10 Minuten warten. Ich warte so bis 5. Alle Pleasant landen und dann nächste Runde machen wir vielleicht nochmal eine Custom-Runde, wenn wir so um die 30 Leute sind. Dann können wir sogar die ganze Map machen. Ach so, Mio. Ja, viele haben auch ein Update oder so, ne? Das Update kam auch irgendwie so voll komisch aus dem Nix heute. Auf wie viel FPS spiele ich? Auf 60. Du hast es mir vor 3 Jahren versprochen, wenn wieder frei ist. Felix, Luca, du bist, glaube ich, schon aus meiner Freundesliste längst gelöscht. Sorry. Ich habe wirklich jeden gelöscht, außer die Aktiven oder die jetzt aktiv wieder wurden, die habe ich noch behalten. Aber der Rest wurde gelöscht. Ja, ich kann ja auch nicht jeden leider in der Freundesliste einfach behalten. Nur die Aktiven bleiben. Der Risky, was ist bei dir los, Alter? Wie viele Leute habe ich in der Freundesliste? Ich glaube nur so 40 Leute oder so. Ein paar sind halt auch meine Accounts, ne? Aber das war's schon. Das sind so vielleicht 40 Leute? 50, 50 vielleicht. Was Thema? Das ist kein Skin Contest gerade. Das ist eine ganz normale Solo-Runde. Nimm bitte an, ich werde am Wochenende wieder adden. Ich kann nicht jeden adden, sorry. Ich adde nur die Leute, die aktiv sind. Wie findest du meinen Namen? Eigentlich ganz gut sogar. Wir landen Pleasant, Jungs und Mädels. Für die Leute, die neu sind, das ist die erste Runde. Wir landen Pleasant, machen eine kleine Fight-Runde. Also, wenn ihr woanders landet, bringt es überhaupt nichts, wirklich. Direkt Pleasant landen, direkt eine Runde fighten. Ich würde sagen, wir starten dann in 10 Sekunden. Ich hoffe, dass heute keine Stream-Sniper gibt. Nee. Selbst sogar wenn es Stream-Sniper gibt, ist doch egal eigentlich. Auf Creative juckt es überhaupt nicht. War ich gerade als Einziger an? Maybe, who knows? Deswegen mein Velo spinnt voll. Ich hab's gesehen. Maybe musst du Velo komplett einmal deinstallieren und wieder installieren.
Oder vielleicht mal Valo auf Steam installieren oder Valo auf Riot mal installieren. Das ist sowas Komisches, habe ich auch nicht gesehen. Ja, Ames, was soll das? Man könnte das Skin Contest machen. Wir machen Skin Contest erst übernächste Runde. Also nächste Runde wieder Customs und dann übernächste. Kannst du mich grüßen? Heißt Jasmin und meine Freundin grüßen. Sie heißt Rula. Rula? Boah, krasser Name. Grüße gehen raus auf jeden Fall an dich, Jasmin und Rula. Wir landen alle Plätze, nicht vergessen, ne? Ist nur eine kleine Fight-Runde und nächste Runde machen wir nochmal Customs. Der Boden ist Lava machen. Ich will eher am Wochenende wieder mal so Destiny sagt machen und vielleicht sogar Hide and Seek. Das haben wir auch schon vor lange nicht mehr gemacht. Du warst vor mir? Ah, okay. Ist nur eine kleine Fight-Runde, diese Runde. Wir machen jetzt nicht so hier super viel. Oh no. Können wir dann schon ein Thema bekommen? Wir machen nächste Runde nochmal Customs. Ja, ich habe am Donnerstag eh keine Zeit und morgen habe ich vielleicht Zeit. Ich werde auch erst wieder am Wochenende vielleicht streamen. Vielleicht auch morgen wieder streamen. Vielleicht habe ich morgen Zeit. Übermorgen habe ich gar keine Zeit. Bin ich der Einzige, der random 1000 V-Bucks bekommen habe? Ja. Ich will auch V-Bucks. Ich bin arm. Ja, ich hab's gesehen. Ich bin verlegen, Ames. Oh, fuck you, man. Der, was ist das denn? Banane der Götter? Hä? Was ist jetzt passiert? Da sind ja neu. Oh, oh mein Gott. What? Wie kommst du drauf, YouTube zu machen? Einfach so aus Spaß eigentlich angefangen. Und damals für einen Zuschauer mal gestreamt. Und jetzt habe ich ein paar Zuschauer mehr. Ja, aber was ist das für eine neue. Was sind das für neue Items, Alter? Henry, was geht? Komm. Wir machen erst übernächste Runde Skin Contest. Digga, ich weiß auch nicht, was passiert ist mit Fortnite. Ich habe so viele neue Items, oder? Oh mein Gott. Boah, ich hab. Boah. Digga, ich dachte, das wäre ein One-Shot-Sniper gewesen. Aber die Sniper hat nur low gemacht. Erst wenn ich Ascended bin, kommen die Leute. Junge. Du schaffst schon Ascended. Habe auch mit YouTube angefangen. Das ist nice. Soll ich helfen? Nee, nee. Alles entspannt. Wir machen nächste Runde nochmal Customs. Nee, das ist nicht Felix, Felix. Das ist Felix Luca. Oh, Drachi war sogar in der Lobby. Alter, Drachi. Wieso schreibt er nie was im Chat, Alter, der kleine Wichser? Ich will mir die neuen Waffen aber sehen hier. Madrid schlechtes Server. Der Scheiß auf Stockholm, nie wieder auf Stockholm. Oh, Ashab hat ihn geholt. Gibt auf jeden Fall viele neue Waffen, Alter. Diese Banane, die war auch eigentlich super OP, glaube ich. Oh, 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 er stirbt. Ja, perfekt. Das war taktisch nicht so. So, letztes 1v1. Junge Drachi. Aus dem Nix hier. Armer, was geht, willkommen. Banane ist immer OP.
Ich glaube, die Varada ist echt richtig OP. Schauen wir mal, letztes 1v1. André gegen den. Oh! Okay, okay. Beide low. Oh, er hat sich was gegönnt. Na, das warst du gewesen. Ah. Was passiert hier gerade? Wer ist denn der andere eigentlich? W-Trio. Oder W-Trio. Er gönnt sich direkt noch ein paar Minis. Und er hielt sich direkt. Okay, okay. Aber der andere hat den High Ground. Der hat auch gar keine Mets richtig. Ich glaube aber, Trio holt das. Irgendwie habe ich so ein Gefühl, der Typ ist gut. Das war mein erstes Video. Das war ein. Ich glaube, das war irgendwie ein Super Mario gewesen. Ich habe das auch voll vergessen gerade. Damals auf der Wii. Das habe ich dann aufgenommen. Der Typ ist aber echt gut, ne? Schauen wir mal wieder den anderen. Der, oh mein Gott. Der gar nichts. Ja, was ist das auf einmal für ein Fight hier geworden, Alter? Auf einmal kämpft man hier so um die ganze Ehre. Um alles. Aber ist geil. Sowas fühle ich. Oh! Alter, ja. Trio hat das geholt. GG's an Trio. Ich habe schon gemerkt, der war schon gut gewesen. Immer um die Ehre. Einfach FNCS gewesen. Ja, man hat schon gesehen, der Typ ist nicht schlecht. GG's auf jeden Fall. Ich habe direkt das gespürt. Er ist gut. So. Machen wir nochmal eine Custom-Runde. Jetzt müssen wir überlegen. Sollen wir nochmal Solo machen? Sollen wir Duo machen? Wie viele Leute sind wir gerade? 13. Und fast 10 Likes schon, Alter. Kuss geht raus. Dankeschön für die ganzen Likes hier. Kuss geht raus auf jeden Fall. Ich würde sagen, Duos. Das erste Thema ist immer kein Thema. Immer. Also wenn wir Skin Contest machen, ist die erste Runde immer kein Thema. Das heißt, du kannst nehmen, was du willst. Sollen wir Duos machen? Alright, dann machen wir Duos. Einfach gewonnen, aber der andere war auch gut. Ja, das stimmt. GG's auf jeden Fall. Wenn dein 8er Like. Danke, danke. Erste Runde heute. Genauso wie ich. Bisschen aufwärmen, ne? Und jetzt machen wir. Jetzt machen wir noch eine Duo-Runde. Jetzt machen wir noch eine Runde, aber diesmal du. Code bleibt gleich, aber diesmal du suchen und wir machen. Ich mache jetzt sogar mit auffüllen. Komm. Ich mache mit auffüllen, AFK. Ich will den random hier. Das Glück soll entscheiden, wer mein Mate wird. Master Code? Code bleibt gleich. Also Desti 1 wieder, aber dieses Mal du. Was ist mein Favoriten-YouTuber? In Fortnite. Oder allgemein in Fortnite. Boah, schwierig. Schwierig, schwierig. Fortnite, schwierig, schwierig. Allgemein, ach so, allgemein. Von den ganzen YouTubern. Lass mich überlegen, wen würde ich nehmen? Es gibt schon einige. Aber wenn ich am meisten damals immer lustig fand, der es leider wieder aufgehört hat, war Kegge gewesen. Der hat aber leider aufgehört mit Videos. Also der hat aufgehört, dann wieder irgendwie angefangen, dann wieder aufgehört.
Der hat immer so richtig lustige Videos gemacht. Hugo? Ja, Hugo, also wenn du meinst, diesen hungriger Hugo, das ist ja, der macht ja eher so Besten und so. Best-ofs. Du bist ein Troll, wenn du jetzt ein Mate bekommst. Heute meine erste Runde. Du Fix und du. Oh, wie süß. Danke. Ich glaube, ich kann heute nicht mehr mit meinen mitmachen. Erst 21%. Echt? Oh, okay, das Internet macht Auge, ne? Internet macht komplett Auge. Gestern hat bei mir auch Internet richtig Auge gemacht. So oft wie das geleckt hat gestern, das war crazy. Code bleibt gleich, das ist die 1. Wir machen jetzt nur eine Duo-Runde. Ja, jetzt sind wir sogar 7. Wäre gut, wenn wir auf eine gerade Zahl kommen, dann hat jeder einen Duo-Partner. Gerne auf jeden Fall den Stream noch liken, gerne auch den Stream teilen. Desto mehr Likes man bekommt, desto mehr wird auch der Stream einen vorgeschlagen. Aber wir warten noch mal kurz. Vielleicht kommt noch ein Achter dazu und dann haben wir 4 Duos. Ich würde sagen, wir landen auch wieder in einer City, damit wir direkt. Damit wir direkt auch danach Skin Contest machen können. Was haltest du von den Videos von Jules? Actually schaue ich das gar nicht. Retalk von dem. Ich würde sagen, wir landen Reckless. Bisschen größere City, bisschen bessere Fights, Reckless. Darf man Z machen? Nee. Wie heißt dein Unterstützercode? Eine sehr gute Frage, Patrick. Mein Creator-Code ist einfach so, wie ich auf YouTube heiße. Desti. Könnt ihr gerne im Shop eintragen, falls ihr irgendwas natürlich aus dem Shop kauft. Gönnt euch das natürlich mit meinem Creator-Code, ne? Einfach Desti. Wir haben auch gestern fast, ich glaube, fast 10 neue Leute bekommen an Supportern. Kuss geht auf jeden Fall raus. Falls ihr auch Bock habt, gerne eintragen. Okay, wir sind 8, das ist geil. Yannick, was geht? Steht schon seit Jahren bei mir. Echt jetzt, Drache? Crazy. Ohne Witz. Ich denke mir auch so manchmal, woher kommen diese ganzen Supporter, Alter? Aber danke dir, Drache. Hab gemacht, ich kauf mir was für dich. Danke, Adam. Ehrenmann. Ich würde sagen, wir starten die Runde gleich, oder? Bin neu hier. Willkommen auf jeden Fall. Ich warte noch 30 Sekunden. Vielleicht will noch einer noch reinkommen. Bei 5 starten wir. Und wir landen alle Reckless. Alle Reckless landen. Sag mal, weißt du, warum ich einfach so 1000 V-Bucks bekommen habe? Keine Ahnung. Ist doch nice, oder? Kannst mich Ashab nennen? Ah, okay. Ja, auf YouTube heißt du anders, ne? So, ich würde sagen, wir starten, ne? Ich hoffe, alle sind ready. Let's fucking go. Ich schaufe Geld in dem Bagger in Fortnite. Der, wie viel Geld Fortnite auch von mir schon bekommen hat, das ist crazy. Ja, nimm sie einfach, AFK, nimm sie. Ich habe Henry als Teammate. Let's fucking go, Henry. Wir schaffen das. Henry, wir gewinnen diese Runde. Ah, Name von deinem Bruder. Ach so. Ah. Wir landen alle Reckless, nicht vergessen. Eine kleine Fight-Runde. Nur jetzt landen wir Reckless in Duos. Da ist mein Mate. Wir holen das, Henry. Wir holen das. Ich kann überhaupt nicht bauen, aber ich habe ganz okay, ey. Drache getrollt. Ja, let's go, Alter. Woo! So, nicht anders will ich das hier sehen. Oh.
Mein Beileid auf jeden Fall. So, alle jetzt mal reckless landen. Ein bisschen fighten, ein bisschen. Und dann direkt nächste Runde machen wir Skin Contest. Oha, oha. Ich muss irgendwo landen, wo keiner landet. Okay, okay. Henry landet da, aber der eine hat schnelles Landing. Damn. Oh. Oh, der ist One Shot. Oh, das war's abgewiesen. Du hast mein Mate abgeschossen. Kannst du mich bitte adden? Ich adde aktive Leute. Also wenn du aktiv bleibst, werde ich dich auf jeden Fall auch adden. Wo ist Henry? Ich muss hier durch! Nee, ich habe ein Healing für Henry. Ah, das Dingsbums auch gefunden. Nono, was geht? Willkommen. Henry! Gut. Okay, einer war über uns, glaube ich. Es gibt so viele neue Waffen, Alter. Ich habe ja gar keine Ahnung. Oh! Der, holy shit. Der hat auf jeden Fall... Oh! Shit, shit, shit. Oh mein Gott! Oh mein Gott, nein! Kacke! Nee, ich baue gar nichts sogar. Ich baue gar nicht. Ich bin eigentlich Controller-Spieler, aber ich spiele halt auf Keyboard. Manche Spiele haben kostenlos V-Bucks bekommen. Ja, das habe ich auch schon bekommen. Ich habe leider keine bekommen. Leider. Aber schade. Au, Afka hat einen geholt. Drachi wurde auch geholt. Hab 950 V-Bucks bekommen. Du auch? Ja, ich will auch V-Bucks. Warum? Warum habe ich keine bekommen? Au, Afka hat den nächsten geholt, aber es ist jetzt ein 1 gegen 2. Das wird jetzt kritisch. Heutzutage alles Schütze. Ja, gibt schon viele gute Spieler, ne? Ich zähle dazu nicht. Ada, ich meine... alles entspannt. Ich brauche kein Geschenk. Alles entspannt. Schenk jemand anders. Ich habe schon genug in Fortnite retalkt. Schenkt mir was, ja, schenkt Risky. Asab, alles entspannt. Du auch? Hä? Vielleicht würde ich auch was bekommen, wenn ich jetzt Fortnite neu starte. Digga, jeder bekommt einfach V-Bucks. Wo ist denn AFK? Lass mal sehen. Oh, AFK ist genau unter ihm. Oh shit! AFK ist leider down. GG's an André und Trio. Vielleicht wegen diesem Tanz Ubislide. Wurde der rausgenommen? Dann kann das sein. Bin wieder Dritte. Null Ahnung, ich habe auch gar keine Ahnung. Ja, aber ich gönn's euch auf jeden Fall. Vielleicht bekomme ich das auch dann einfach.
Oder ich glaube nicht eigentlich, ne? Wegen irgendwas. Wegen irgendwas. So, ich würde sagen, wir machen eine Runde Skin Contest, oder? Nein, Doggy, behalt deine V-Bucks. Ja, ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen. Ich würde sagen, wir machen jetzt eine Runde Skin Contest, oder? Wir machen jetzt eine Runde Skin Contest. Und zwar, für die Leute, die neu sind, ich zeige mal kurz meinen Map-Code. Aber man muss gar nicht den Map-Code eingeben, glaube ich. Ne? Man kann auch einfach nur Desti eingeben und dann findet man das auch. Also wenn ihr die Map noch nicht habt, ich schreibe natürlich hier den Map-Code auf, aber man kann die Map auch so finden, indem man einfach nur Desti eingibt und dann findet man die Map schon. Aber ich schreibe auch den Code mal hier. Boom. Zack. So, und Thema. Erste Runde ist Thema egal. Sag mal deinen Favoritentanz im Itemshop. Ich habe leider keinen, Doggy. Es tut mir leid. Ich habe keine Ahnung. So, also für die Leute, die neu sind und jetzt Bock haben mitzumachen bei Skin Contest, ihr müsst erstmal meine Maps, also beziehungsweise unsere Maps suchen. Einfach hier auf die Lupe gehen. Einfach hier dann oben Desti eingeben. Also so wie ich auf YouTube heiße, na, wisst ihr schon. Dann findet ihr schon direkt die Map. Am besten auch favorisieren, dann müsst ihr nicht immer die Map suchen und suchen. Und dann müsst ihr noch unten einen Custom-Code eingeben, und zwar Desti1. Also wenn der Code funktioniert, ne? Wenn er nicht funktioniert, dann müssen wir was Neues machen. Und öffentlich suchen. Und dann ready. Meine Kombis sind kacke. Nee, aber du wirst dann immer besser und besser, Doggy. Ja, okay, wir müssen einen anderen Code machen, das war irgendwie schon klar. Machen wir Destiny 2. Sag mal dein Lieblingsskin in Fortnite. Er ist schon der schwarze Ritter. Der Black Knight. Geht nicht, jetzt sollte es aber gehen. Code ist Desti 2. Renegade, ja, Renegade ist auch so Top 3. Rubix, was geht, willkommen. So, Code ist Desti 2. Map-Code steht ganz oben. Ihr könnt auch einfach hier nach Desti suchen. Und dann, boom, habt ihr auch die Map. Jetzt geht's, so nicht anders. Ich schreibe das noch mal in den Chat, den Map-Code. Warte, ich edite dich. Ich werde aber leider niemanden adden, sorry. Ich werde nur die Aktiven immer adden. Und das immer am Wochenende. So. So. Boom. Und gerne auf jeden Fall auch noch ein Like da lassen. Was braucht man alles? Boah. Man braucht sehr, sehr viel hier bei Skin Contest bei uns. Ganze Map. Ganze Map. Ganze Skin-Kombi. Hängegleiter. Drei Emotes. Emoticon. Spray und eine Waffenlackierung. Also wirklich, wirklich einfach alles. Du brauchst alles, alles. Waffenlackierung halt nur hier Sturmgewehr, ne? Das genügt schon. Du kannst auch überall das gleiche haben, aber bei Sturmgewehr genügt schon. Also du brauchst wirklich alles, alles hier. Das ist Profi-Skin-Contest hier. Dann sehen wir gleich, wer hat die am meisten in Fortnite reingepayt. Was? Schafft nur 143 Hertz? Ach so, dein Monitor schafft nur so viel. Ich hab. Ich weiß gar nicht, wie viel Hertz meine hat.
gar keine Ahnung mehr. Ich habe das vor 2, 3 Jahren gekauft. War auf jeden Fall irgendwo gut gewesen. Hab eine 3090 Ti. Ich habe eine 3070 Ti. Und jetzt kostet die einfach nicht mal 200, 300 € oder so. Oder 500 vielleicht noch. Damals hat sie über 1000 gekostet. Aha. Das tut so weh. Wir warten aber noch, ne? Dein Livestream ist geil. Danke dir, Thomas. Maxim, was geht? Willkommen. Ich warte noch. Alles entspannt. Falls ihr ready seid, alles entspannt, aber wir warten immer ein bisschen länger hier bei Skin Contest, weil wenn wir in die Map reingehen, dann könnt ihr nicht mehr irgendwas verändern. Und ich würde jetzt schon vorschlagen, alles vorzubereiten, also Emotes vor allem, ne? Also 3 Emotes braucht ihr, 3. Okay, Patrick, dann könntest du es noch schaffen, ne? Danke dir, Asa. Alles entspannt. Ich habe einen 12-Euro-Skin bekommen. Echt? Nice. Danke dir, Yannick. Freut mich auf jeden Fall. Ich bin nur ein kleiner YouTuber. Ein ganz kleiner Streamer. Ein Streamer-Memer. Danke dir, Yannick. Falls ihr auch supporten wollt, Jungs und Mädels, ne? Ihr könnt gerne auch in den Itemshop gehen, auch gerne meinen Creator-Code eintragen. Wie viele Supporter sind wir? Ich glaube, so um die 50 Leute sind wir. Vielleicht schaffen wir jetzt über 50 Leute. Falls ihr auch Bock habt, mich kostenlos zu unterstützen, gerne in den Shop gehen, gerne einfach Desti eintragen. Ich werde dann auch später wieder ein paar Verlosungen machen und auch wieder mal Preisgeld Runden machen. Also falls ihr Bock habt, mitzumachen allgemein oder bei solchen Sachen auch, gerne eintragen. Zwölftausend Abonnenten. Ja, ich war aber halt sehr lange inaktiv gewesen. 11.600 ist nicht klein. Das stimmt auch irgendwo. Aber ich würde mich selber als kleinen YouTuber noch bezeichnen. Es gibt ja YouTuber, die haben so 100.000 oder so 500.000, ne? Das ist halt schon auch krass, ne? Aber ich finde krass, dass wir fast 12.000 sind. Aber eh nicht mehr viele. Wir gehen langsam Richtung 12.000. Ich würde sagen, wir starten die Runde bei 7. Ich hoffe, dann sind alle ready. Erste Runde Skin Contest, ne? Also. Ich warte noch, Maxim, alles gut. Bei 7 würde ich aber starten. Meine Katze ist fett. Ich warte noch, Doggy, alles entspannt. Ab wann ist man nicht mehr klein? Ich würde sagen, ab 100.000. Ich würde echt sagen, ab 100.000 bist du nicht mehr ein kleiner YouTuber, sondern schon so ein mittelgroßer YouTuber oder so ein normaler YouTuber. Keine Ahnung, wie man das nennen will. Gönn mir ein paar Chips. Willst du auch welche? Welche isst du denn? Heides, ich bin tagaktiver FCV. Ach so. Ja, dich kenne ich noch. Du hattest eine richtig krasse Skin-Kombi gestern gehabt, ne? Wenn du jetzt noch schnell ready machst, kannst du mitmachen eigentlich. Code ist Desti2. Mapcode kennst du ja. Ja. Paprika. Okay, ja, Paprika ist immer geil. Braucht nur Tänze. Alles direkt am besten vorbereiten. Bin fertig. Nice. Ja, dann würde ich sagen, starten wir gleich, oder? Dann ist ja fast jeder ready. Mir geht's gut, wie geht's selber? Bei mir ist alles entspannt. Du hast jetzt die erste Skin Contest Runde, also du hast noch gar nichts verpasst. 2 Minuten noch. Nee, warte. AFK, Doggy, macht schneller.
Schnee, Schnee, Schnee. Jetzt geht's schneller, 70% schon. Ja, okay, Patrick, dann schaffst du es. Also du schaffst es dann nicht diese Runde, sondern nächste Runde mitzumachen. Aber am besten alles vorbereiten. Nicht vergessen, drei Tänze, ein Spray, ein Emoticon. Kein Set benutzen. Also wenn ihr hier irgendwie so einen Skin gefunden habt und jetzt genommen habt, ihr dürft kein Set benutzen. Hängegleiter nicht vergessen und Waffenlackierung. Ganz, ganz wichtig. Danke dir. Also, Mister, danke dir. Wie immer die Banane. Ja, im Itemshop ist sogar jetzt auch eine Banane, ne? Da ist sie. Ich würde sagen, wir starten dann. In 20 Sekunden haben wir es dann genug gewartet. Heißt ja Adrian. Ah, okay. Ja, Namen sind mir besser irgendwie. So, wir starten gleich, Jungs und Mädels. Schnell ready machen. Das ist erlaubt, Carlos. Also, wenn dein Hängegleiter mit Backbling Set ist, ist alles in Ordnung. Aber du darfst nicht vom Skin. Digga, wie lange braucht ihr noch? Also du darfst nicht vom Skin. Ich warte jetzt nur noch eine Minute. Bei 10 starte ich. Dann habe ich genug gewartet. Jetzt müsst ihr euch beeilen. Ein Emote noch. Doggy. 40 Sekunden. Dann starte ich die Runde. Hab gleichen Skin wie gestern, habe aber eine andere Kombi. Das ist gut. Nicht immer die gleiche Kombi, weil ich merke mir das auch, ne? Also wer so immer das gleiche nimmt, der kriegt halt so einen Minuspunkt, weil dann sehe ich so, ah, wieder das gleiche und dann so, ah, wieder die gleichen Emotes und so. So, 3, 2, 1, let's go! Drache, das ist natürlich ein Profi-Move. Aber nächste Runde wird dann mit Thema sein, ne? Ja, ihr müsst dann halt noch suchen. Aber dann schnell suchen oder so. Afka, du hast genug Zeit gehabt. So, let's go, let's go, let's go! Hashtag Ad. Nee, das steht ja Adi. Das ist Hashtag Ad. Ad steht für Werbung. Ich mache immer sehr viel Werbung hier in meinem Stream. Kauft mein Merch. Ich habe nicht mehr ein Merch. Aber ich werde wieder am Wochenende dann Leute adden. Oder verdienst du schon Geld mit YouTube? Nee, ich verdiene gar nichts. Ich will die 0 Cent. Ja, alles gut, AFK. Wir können aber leider nicht so lange warten. Ja, wo sind die anderen? Kommen die noch? Ja, es waren noch 16 oder 18 Leute, glaube ich, ready gewesen. Es sind nur 6 Leute in der Lobby. Kommen wir nicht rein? Ja, vielleicht kommt die noch rein. Vielleicht habe ich auch schon noch. Okay, das war schon wie gestern, aber gestern war das nicht so. Also, wenn ihr nicht reinkommt, dann mache ich einfach schnell eine neue Lobby, aber dann starten wir auch etwas schneller. Sorry, muss aufgehen. Alles entspannt. Komme nicht rein. Jetzt komme ich rein. Oh ja, jetzt kommen ein paar Leute. Aber es sind viele nicht drinne. Es sind super viele nicht drinnen, ne? Ich glaube, wir müssen eine neue Runde machen, ne? Ich würde sagen. Oder? Ja, mach mal eine schnelle Runde. Eine neue. Machen wir eine neue. Eine neue, neue. Keine Ahnung, warum jetzt nicht. Wir haben zu lange gewartet, glaube ich. Also schnell wieder rausgehen. Code bleibt gleich.
Alles bleibt gleich, Thema bleibt gleich. Einfach wieder ready machen. Diesmal starte ich aber bei so 2 Minuten oder so. Vielleicht haben wir echt zu lange gewartet und jetzt hat Fortnite gesagt, nö. Ich mache jetzt einen anderen Code sogar, komm. Wir machen Destiny 1. Wir machen Destiny 1 als Code. Es hat zu lange geladen, ja. Ich hoffe aber nicht, dass Fortnite jetzt irgendwie Probleme hat. Darauf habe ich jetzt gar keinen Bock, Alter. Dass jetzt Fortnite irgendwie sagt so. Nee, was ist denn jetzt los, Alter? Ich kann nicht mal. Vielleicht kann ich mal die Lobby machen, Alter. Wait. Das die 2. Jetzt bist du auch fertig, ja. AFK war schuld. Macht öffentlich und seid allein in der Lobby. Aber ich krieg nicht mal eine Lobby, Alter. Ja, was ist denn jetzt los? Machen wir Destiny 3. Sonst einfach Skin Contest in Roblox. Jetzt geht's los, Alter. Ja, jetzt habe ich die Lobby. Okay, Destiny 3 ist der Code. Ganz wichtig, wie Beef auch im Chat geschrieben habt, ihr dürft nicht irgendwie zu dritt oder zu zweit in der Lobby sein. Weil dann funktioniert das leider nicht. Ihr müsst allein in der Lobby sein und dann suchen. Ich schaffe es noch. Wie alt bist du? Ich bin 12. Ich bin schon ein bisschen etwas älter. Also aktuell bin ich 26. Dachte bis 6 Jahre. Ja. Fast. Fast. Schon langsam ein Rentner. Ich bin wirklich einfach schon fast ein Rentner, ne? Fehlen nur noch 40 Jahre oder so. Warum steht da PlayStation 5? Weil ich immer auf einer PlayStation gespielt habe. Ich bin 8, echt? Ist ja gar kein Stress auch. Hauptsache, man benimmt sich einfach normal. Das ist ja auf so Kratzen. Nö. Wir starten bei 2, ne? Also schnell ready machen. 30 Sekunden, dann starte ich. Drehe mein Alter um, dann bin ich schon einer. Damn! True, true, true. Kann ich dich bitte adden? Du kannst mich schon mal adden, aber ich werde am Wochenende die Leute adden. Erst am Wochenende. Und dann, wenn ich sehe, zum Beispiel, yo, du warst jetzt immer da gewesen in jedem Stream. Und dann am Sonntag halt, na, am Sonntag, werde ich dann die Leute adden. AFK, ja, du bist wirklich 7. Das glaube ich dir sogar, AFK. Im April bist du schon 20, Drachi. Krass. Ja, das ist ja schon bald, ne? So, hat es jetzt funktioniert? Ja, jetzt hat es funktioniert. Also hoffe ich mal, ne? Es kommen schon ein bisschen mehr Leute jetzt in der Lobby. Doggy, was ist los? Bin aber nicht so lange dabei. Ja, ich habe erst auch wieder seit gestern angefangen zu streamen. Also, du hast nicht so viel verpasst. Wann streamst du immer? Eher abends. Aber alle sind drinnen, glaube ich, ne? Außer einer, glaube ich. Vielleicht braucht er noch kurz. Ich bin der Ehrenjäger, der Ehrenjäger, der da. Meins hat was mit Skin zu tun und Story, okay. Das ist aber danke dir. So, alle sind da, okay, jetzt hat's funktioniert. Fortnite hat kein Auge gemacht, zum Glück. Also, ich bin wahrscheinlich morgen, glaube ich, nicht live, aber dafür wieder am Wochenende.
Und für die Leute, die neu sind, ich erkläre euch gleich mal, wie Skin Contest bei uns funktioniert. Weil wir machen 4 Runden. Da steht auch jetzt hier immer dran, das ist halt auf Englisch sogar geschrieben. Oh, da ist einer draufgegangen, habe ich gerade gesehen. Skin. Zweite Runde Emotes. Dritte Runde Spray und Waffenlackierung. Vierte Runde ist der Gleiter. Das heißt auf Englisch geschrieben. Also wer Englisch kann, kann das auch dann verstehen, aber... Oh. Da ist irgendeiner draufgegangen, ne? Beef, mir fällt eine Sache auf. Es stirbt immer. Es sterben immer hier 2 Leute am Anfang. Immer. Immer. Ich weiß nicht warum. Ich weiß nicht, ob es jetzt an Epic liegt oder an der Map liegt, aber 2 Leute sind gerade gestorben hier. Wir starten mal. Erik, was geht? Willkommen. Weil die zu spät reingekommen sind. Das ist sehr blöd. Aber Beef, was ich auch noch sagen wollte. Du musst in der Mitte von der ersten, wo wir gerade vorhin waren, irgendwo, nicht in der Mitte, aber so irgendwo ein bisschen links und rechts platziert, so einen Schalter machen, dass man sich hier hinspawnen kann. Weil das passiert echt öfters, dass ein paar Leute nicht hier hinspawnen können. Hat die Map Geld gekostet? Nee, die hat Beef alleine gemacht. Alright, erste Skin-Kombi. Ist gut. Gern weiter. Jo, ist gut. Gern weiter. Einmal drehen, dann sehe ich immer alles schnell auf einen Blick. Ace, was geht? Willkommen. Warum bin ich tot? Das ist leider ein Bug, Henry. Du warst zu spät in der Lobby gewesen. Wie lange mache ich schon YouTube? Schon etwas länger. Ace, du bist jetzt da, du bist ein Profi. Ist nicht... Also ist das nicht Set? Ich muss da nochmal kurz jemanden fragen, weil ich bin mir gerade nicht sicher. Also Set vom... Ja. Ihr wisst, wie ich das meine, oder? Wir schauen mal kurz, was Ace sagt. Ich bin noch am Anfang. Ist Set? Ist kein Set? Ist Set? Was sagt Ace? Doch, hab 69 Euro für die Map ausgegeben. Rito? Ist andere Minty-Bundle? Ja, das meine ich ja. Das ist. Hey, schau mal kurz nach. Also, wenn du Set bist, stirbst du leider. Wenn nicht, dann überlebst du. Kein Set? Okay, gut. Dann noch weiter. So, bitteschön. Einmal drehen, ganz schnell. Lass ich mal weiter, ist okay, sofern es kein Z war. Ja, ich hätte ja sein können, so hätte ich Free Talk. Ich weiß, dass ich fliegen kann. Das habe ich schon auch gesehen. Ist halt farblich irgendwie nice, ne? Komm, ich lass dich weiter. Du bist farblich ganz nice. Du warst tot und einfach nicht mehr richtig drin, ne? Ja, ist leider Epic Games Schuld. Das ist aber eigentlich eine gute Kombi, ne? Also irgendwie hat die was. Ist der Map-Ersteller da? Der ist sogar wirklich gerade da. Einmal drehen. Einmal drehen. Ist kein Set, oder? Ist kein Set, glaube ich. Muss ich kurz nochmal fragen. Also kurz warten. Ich muss da einmal schauen. Die Banane. Die arme Banane. Die arme. Ist kein Set. Wir haben extra dafür unseren Profi. Einmal drehen. Doch, ist Set. Oh, shit. Oh, ist eine geile Kombi, aber. Sorry, ist Set. Sorry. Kein Set benutzen, bitte. Oha. Oha. Also, das ist geil. Gefällt mir.
So, und letzter. Ja, genau, ja, das ist gut. Der, also ich habe nur einen getötet, ne? Wegen Set. Schade. Kein Set benutzen, ganz, ganz wichtig. Dann wärst du weitergekommen. Ich glaube, das war Assad gewesen, ne? Ich habe da jetzt gerade nicht so richtig geachtet, wer. So, jetzt werden ein paar Leute aber mehr drauf gehen. Jetzt müssen wir bei den Emos mal besser schauen. Ah, das hast du gewesen, Assad, okay. Du musst aufpassen, kein Set benutzen. Emote! Emote machen. Alright, alright. Zweiter Emote. Okay, okay, noch einen dritten Emote. Der rechte ist schon sehr gut, Alter. Was hat das dritte Emote? Ja, der rechte ist sehr gut. Links ist auch nicht schlecht. Aber ist kein Set-Emote wieder, ne? Ist gar nicht mal so schlecht. Ich lasse dich mal weiter, du bist ganz in Ordnung. So, nächsten. So, jetzt will ich mal Emote sehen. Okay, okay, okay. Seit Monaten wieder zweite Runde geskippt. Zweiter Emote. Okay. Zweiter Emote. Okay, ja, ja, ist gut. Ja, Yannick, das ist leider Fortnites Schuld. Okay. Ja, okay, rechts ist schon sehr stark. Ja, was sind, warum sind die Leute so gut geworden im Skin Contest? Bei dem Emote weiß ich jetzt nicht, die anderen zwei waren gut. Soll ich dich weiterlassen? Soll ich dich nicht weiterlassen? Du hast zwei gute Emotes gehabt. Einen nicht so guten. Oh. Oh shit. Oh shit. Wie bin ich jetzt hier gelandet, Alter? Beef, warst du das? Sniper für Destiny. Oh, das habe ich gar nicht gesehen. Ja. Wie bin ich jetzt hier gelandet? What the fuck? Ja, was jetzt? Danke, dass du mich weitergelassen hast. Ja, kein Problem, aber ich würde gerne wieder zurückgehen. Oh my god. Warte mal, wir müssen die Matrix hier. Ja, wie komme ich jetzt zurück? Halt's Maul. Ja. Was machen wir jetzt, Jungs? Was soll ich jetzt machen? Ich weiß auch nicht, was hier los ist. Ich bin einfach irgendwie durch die Matrix geglitscht und bin jetzt hier angekommen. Beef ist verschwunden. Ja, was soll ich jetzt machen? Ich will jetzt zurückgehen. Hä? Ja, müssen wir jetzt die Runde leaven? Oder kann ich irgendwie... Ich glaube, wenn ich aber respawn mache, jetzt sterbe ich dann nur. Ja. Okay. Fliegen ist doch keine gute Option. Ich probiere einfach eine Sache mal aus, Jungs. Okay, also Jungs und Mädels. Muss ich jetzt ausprobieren. Wenn jetzt alle da drin ist. Ne, okay, gut. Ja, wir müssen die Runde neu starten. Wir müssen die Runde leider neu starten. Sorry, ich weiß nicht, warum das jetzt so passiert ist, aber es ist halt so passiert. Oh Mann! Hä? Warum? Ich war einfach so. Ich war einfach in einem anderen Raum gewesen. Der ist ja richtig kacke gewesen. Ja, verlasst einfach mal schnell die Runde. Aber jetzt kann der, der gerade Set hatte, nicht mehr Set benutzen. Das ist der Vorteil. Ja, ja, ich lasse wieder alle weiter. Es waren ja auch gefühlt alle weiter, außer 3, 4 Leute. Einfach schnell wieder neu starten. Warum? Aber warum ist das passiert? Wir müssen einen anderen Code machen, glaube ich. Das ist so komisch, wirklich.
Manchmal ist Fortnite einfach komisch. Fliegt dann einfach nicht. Ich bin auch nicht mal geflogen. Ich ist Das ist einfach so random passiert. Mach mal als Code Desti1. Aber ist ja nicht schlimm. Hoffen wir, packen wir nicht mehr in der Lobby in der Map. Digga, aber irgendwie ist auch Fortnite gerade komisch. Gefühlt, egal was ich gerade mache, ich kann nicht mal die Lobby machen. Machen wir Dest 2. Fortnite. So, Dest 2 funktioniert sehr gut. Alter, Felix ist aus dem Nix erschienen. Fuck you, Felix. So, Code ist Dest 2. Wir starten wieder bei 2. Ja, du bist kein Mod mehr. Schon lange nicht mehr. Gib mir Geld, dann kriegst du wieder Mod. Ja, du bist nie da, Felix. Nie. Ich bin bei jedem YouTube-Stream dabei. Lüge. Wann habe ich gestern gestreamt? Wann habe ich vorgestern gestreamt, ohne zu schauen? Nein, geht nicht. Doch, doch, geht. Destiny 2 musst du machen als Code. Ich warte aber noch eine Minute. Und ganz wichtig, kein Set benutzen. Nee, gestern war ich sogar viel später gewesen als heute. Oh, der. Und wann war ich vorgestern, Felix? Der ist aber, wenn du das richtig errätst, dann funktioniert das auf jeden Fall. Wenn es nicht. Also ich sollte auf jeden Fall gehen. Gestern um 20 Uhr, yes. Ah, Felix, du bist aber echt nicht mehr da irgendwie so. Auf Twitch auch gar nicht mehr. Sind alle da? Ist auch Carlos da? Sind alle ready? Du bist ready? Alright, dann starten wir. So, also die Leute, die ich jetzt weitergelassen habe, die kommen auch direkt weiter. Falls jetzt irgendein neuer Skin da ist, dann werde ich ihn nochmal anschauen. Sind ein paar Leute mehr jetzt. Guckst du Deutschland gegen Niederlande heute? Nee. Ja, und dann landest du nicht mehr in der Lobby. So, okay. Wo ist das? Meinst du? Wo? Das habe ich gar keine Ahnung. Ich habe auch gar nicht das Spiel gegen Frankreich angeschaut. Ja. Also auf dem Fernseher, ach so, bei. Ich schätze mal bei. Ich schätze mal, safe bei ARD oder so wird es auch gestrahlt. Ninja, was geht, willkommen. Ninja Saya. Ich bin Bayern-Fan, welcher Fan bist du? Also, Champions League habe ich immer Real gefühlt. Ich kann leider gar nichts. Ich kann nicht mal einen anderen Emote machen. Ah. Aber normalerweise sollte hier keine irgendwie laggen oder sowas. So. Dann schauen wir mal. Also die Leute, die weitergekommen sind, ich sehe schon
Aber ein paar auch neue Leute, die müssen wir dann nochmal ein bisschen hier genauer anschauen. So. Also, jetzt hoffentlich stirbt auch keiner. Erste Runde ist immer Skin, zweite Runde ist nur Emotes, ganz, ganz wichtig, drei Emotes. Dritte Runde ist Spray und Waffenlackierung und die vierte Runde ist der Gleiter. Ja, irgendeiner ist wieder gestorben. Warum? Warum stirbt hier immer irgendeiner? Warum stirbt immer einer hier? Es ist so irgendwie voll weird. So, starten wir mal. So, schauen wir mal. Die Leute, die schon drinnen waren und schon weiter waren, die lasse ich... Oh, das ist aber jemand Neues. Kann man noch kommen. Die Runde nicht mehr. Die Runde nicht mehr. Boah, ist aber schon eine geile Kombi. So, du bist auch neu. Aha. Aha. Ich bin Zuschauer. Ja, war es leider etwas zu spät drin gewesen. Sorry, das ist mir ein bisschen zu basic. Nicht übel nehmen. Dich hatte ich schon. Ein bisschen zu basic, na. Daher bist du leider rausgeflogen. Ich brauch deinen Backlink. Da Mavka ist nicht gespawnt. Ah. Backlink ist gut, aber Pickaxe habe ich ein Problem. Hm. Weiß ich nicht. Soll ich den weiterlassen? Nee, ich meine, ich war Fünfter. Ach so. Ja, maybe es liegt wegen der Map, Nick. Ich weiß auch nicht. Ah, nee, sorry, die Pickaxe passt leider nicht ganz. Die Pickaxe passt nicht leider ganz, Trio. Ah, der Backlink war gut, aber du bist weiter. Du warst ja schon. Du warst auch weiter. Du warst auch weiter. Du bist neu. Ich hätte eine andere Pickaxe genommen, dann hätte ich dich weitergelassen. Das ist nice, das passt. Du warst weiter. Du warst weiter. Du bist neu. Du bist weiter. Du bist auch neu. Ja. Du bist weiter. Du bist neu. Ja, ist gut. Ist gut. Du bist neu. Ja, bist auch gut. Kannst weiter. Und du warst auch weiter. So, dann haben wir alle. Okay. Jetzt gehen wir aber in die zweite Runde und... jetzt gehen wir aber in die zweite Runde und ohne Probleme. So, Emotes. Jetzt aber auch wirklich Emotes. Die Leute, die... Ah, dich hatte ich schon. Dich hatte ich schon. Und ich hatte ich auch schon. Ja, okay, ihr seid beide weiter. Euch beide hatte ich. Alright, die nächsten. Einmal auf den Schalter drücken. So, jetzt bin ich. Hatte ich den oder hatte ich den anderen? Du bist immer noch am Anfang. Okay, ja, da müssen wir einen Schalter einbauen, Dominik. Ja, wir müssen da einen Schalter machen. Zweiter Emote? Okay, jetzt ein anderer. Dritter Emote? Noch einen dritten Emote? Ja, das ist gut. Boah, den weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Irgendwie waren jetzt seine Emotes. Den fühle ich leider nicht. Den zweiten fand ich gut. Den ersten fand ich gut. Mastertask. Sorry, knappe Entscheidung. Knappe Entscheidung. Marshmallow. Geile Kombi. Ich hätte einen anderen dritten Emote genommen, dann wärst du weitergekommen. Erster Emote. Okay, okay. Starker Emote auf jeden Fall. Zweiter. Oha, nur wegen Mod bei mir also. Ach komm, Felix. Und ich... Wollt ihr, das war ein Test gewesen, Felix. Oh, du hast nicht bestanden. Dritter Emote? Ja, das ist ein guter Emote. Das ist ein guter Emote. Das ist auch ein guter Emote. Und weiter. So, nächsten. Erster Emote. Dankeschön. Ja, okay. Ja. Beides gut. Zweiter.
Ja, okay, hätte ich schon erwartet eigentlich. Zweiter Mode. Oh, auch stark. Das sind beide sehr gut. Ja, sind beides sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Können beide weiter. Oh, jetzt macht Telekom Auge. Oh yeah. Hab geliked. Dankeschön, Maxim. Internet hat Auge gemacht. Es laggt. Ja, Internet. Das gute alte Internet. So, zweiter Emote. Ja, Digga, aber das ist wirklich Katastrophe manchmal, ey. Zweiter Emote. Okay, zweiter Emote. Okay, und habt ihr noch einen dritten Emote? Habt ihr noch einen dritten Emote? Sorry. Oh, damn. Sorry, das ist leider ein Nein, Lars. Oh, ich bin ehrlich. 50-50 bin ich gerade bei dem. Nee, sorry, auch leider nein. Endlos Mixtur. Es war ein geiles Gincombi. Ich hätte bessere Emotes gemacht. Bisschen bessere Emotes, dann wärt ihr weiter. Dann wär's weiter. Erster Emote. Ah, den hatte ich, glaube ich. Den hatte ich. Zweiter Emote. Können wir als nächstes Thema Main Skin machen? Ja, du warst weiter. Du warst schon mal. Alright, und noch einen dritten. Noch einen dritten Emote. Okay. Okay, kann weiter. Kann weiter. So, einmal auf den Schalter und ich glaube, hier ist auch der letzte. Einmal auf den Schalter. Da musst du hin. Das sind schon die letzten. Du musst auf den Schalter. Der da. Da, da. Genau, so. Erster Emote. Okay, beides gut, gefällt mir. Farbe passt auch. Zweiter Emote. Zweiter Emote. Okay, auch gut. Beides sehr gut. Noch einen dritten. Ja, okay, rechts ist schon sehr stark. Links aber auch stark. Gefällt mir beides. Sind beide weiter. Ich glaube, damit haben wir alle, oder? Damit haben wir alle. Jupp. Dann gehen wir mal in die nächste Runde. So, nächste Runde. Jetzt wird's interessant. Spray und Waffenlackierung. So, also Spray an die Wand und Waffenlackierung mir zeigen. So, jetzt bin ich mal gespannt. Okay. Und Waffenlackierung auch nochmal zeigen. Nur ein Spray, nicht zwei Sprays. Nee, 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 nee. Du musst nur eins von beiden nehmen. Eins von beiden, nicht zwei. Welches von beiden nimmst du? Das andere kannst du einfach kaputt machen. Welches von beiden nimmst du? Du musst nur ein Spray, nicht zwei Sprays. Und Waffenlackierung auch noch zeigen. Hat er keine Waffenlackierung oder warum weint er? Ich brauche die Waffenlackierung. Alright, wait, wait, wait. Ein Spray, nur ein, eins, nur eins. Nicht zwei, nur ein Spray. Okay, er hat sich für das entschieden. So, und jetzt die Waffenlackierung. Ich habe Waffe nicht. Echt? Hä? Aber eigentlich. Also, du hast eine Waffe, aber du hast keine Waffenlackierung. So meinst du es, oder? Aber zeig mir einfach mal die Waffenlackierung, die ihr dabei habt. Ist ja egal. Einfach nur mal zeigen, damit ich mal was sehen kann, was da mitgenommen wurde. Oder habt ihr beide keine Waffe? Habt ihr beide keine Waffe? Ihr habt beide keine Waffe. Hä? Echt jetzt? Ach so, du hast gar keine Waffe. Ach so. Okay. Normalerweise sollte man eine Waffe haben. Ja, dann muss ich den Spray nur bewerten. Ja. Aber warum habt ihr keine Waffe? Das ist schon. Der, warum ist Fortnite so komisch drauf? Ich lasse ja auch weiter. Spray ist auch in Ordnung. Alright, die nächsten. Hoffentlich haben die nächsten jetzt eine Waffe. Sonst.
ist das ein bisschen blöd. So, Spray. Habt ihr eine Waffe? Da, was? Ah, der hat aber jetzt eine Waffe. Dann hat der andere auch immer eine Waffe. Waffe zeigen. Waffe, Waffe, Waffe. Die Waffe brauche ich auch. Das ist aber eigentlich sehr, sehr gut. Ich muss nur hier nur noch die Waffe sehen. Also eine Waffe. Nicht Spray. Nicht Spray, die Waffenlackierung. Die Waffenlackierung brauche ich. Das kann aber nicht sein, dass das jetzt einer hat und der andere nicht. Das glaube ich irgendwie nicht. Hat er jetzt keine Waffenlackierung? Du kannst weiter. Das ist kacke irgendwie. Ich brauche eigentlich die Waffenlackierung. Normalerweise kriegt man eigentlich immer eine Waffe hier. So, nochmal Spray. Der hat eine Waffe. Die haben auch eine Waffe. Und Spray noch machen. Und Spray. Und den Spray noch. Jawohl. Okay. Ja, mein Internet ist auch heute komisch. Ja. Ja. Können beide sogar weiter. Finde ich beide gut. So, die nächsten. Also, normalerweise hat man immer eine Waffe. Weiß nicht, warum das jetzt auf einmal so ist. Und ein Spray noch. Und die Waffenlackierung auch noch hinterher. Okay, und Spray noch. Spray auch noch. Okay, ja, irgendwie habe ich schon das erwartet sogar. Alles gut. Schade, das ist leider ein bisschen verbuggt. Ja, beide können weiter. Passt. Ja, das ist irgendwie komisch. Normalerweise sollte man immer eine Waffe haben. So, Spray. Und Waffenlackierung. Ich glaube, heute ist ein bisschen Fortnite einfach komisch drauf. Okay. Boah, der ist stark. Der ist auch sehr stark. Der ist auch gut. Der ist auch gut. Also, die nächsten. Oder der letzte schon. Der letzte, glaube ich, schon. Und Waffenlackierung. Okay, okay, sehr stark. Gefällt mir. Alright, letzter ist auch weiter. Ja, ist ein bisschen natürlich blöd, wenn man die Waffenlackierung nicht sieht. Spray waren aber eigentlich alle sehr gut gewesen. Ich glaube, das war's schon, oder? Jetzt einmal double check, nicht, dass jetzt irgendeiner hier vermisst wird. Ich glaube nicht. So, jetzt vierte Runde Hängegleiter. Jetzt bin ich gespannt. Ich glaube, jetzt wird der ein oder andere rausfliegen. So, jetzt bin ich mal gespannt. Boah, der linke ist schon sehr stark. Rechts aber auch gut, ne? Passt halt. Zu dem Sommerskin noch so. Ja, beide sehr gut. Beide sehr gut. Beide sehr, sehr gut. So, die nächsten. Okay. Kann kurz nochmal Van aktivieren, falls der Van. Das passt eigentlich. Was macht der andere? Du musst Hängegleiter aktivieren. Kann ich dich adden? Du kannst mich auf jeden Fall adden. Wait, ich lass mal den weiter. Der ist gut. Was ist bei dem jetzt los? Ha. Kann er nicht hochgehen? Ja, heute ist irgendwie Fortnite richtig komisch. Ich weiß nicht. Ah, jetzt. Okay. Es buggt bei dem. Heute ist irgendwie alles am Buggen, ne? Aber weiß ich gar nicht. Den Hängegleiter weiß ich es nicht. Weiß ich nicht.
Leider nein. Leider nein. Knappe Entscheidung, aber. Geile Skin-Kombi, aber. Ich hätte einen anderen genommen. Oh, links ist sehr gut. Rechts passt von der Farbe auch relativ gut. Kann man jetzt kommen? Nee, ist gleich vorbei, aber. Der rechte ist auch gut. Beide weiter. So, jetzt bin ich mal gespannt. Warum ist es immer links verbuggt? Oh, links weiß ich nicht. Oh, weiß ich nicht, weiß ich nicht. Den Travis. Oh, passt nicht irgendwie. Sorry, links passt mir leider nicht. André, geile Skin-Kombi. Aber richtig geile Skin-Kombi, wirklich. Aber ich hätte einen anderen Hellengleiter genommen. Rechts ist auf jeden Fall weiter. Passt auf jeden Fall von der Farbe. Und vom Allgemeinen passt es. So. Die nächsten zwei. Aber geile Skin-Kombi, ne? Rechts ist auf jeden Fall. Oh, links weiß ich nicht, ne? Nee, links passt leider nicht, sorry. Maxim, schade. Geile Skin-Kombi. Der Hängegleiter ist gerade bei manchen so nicht so ganz passend. Rechts passt aber von Farbe her. Schade. So, und der letzte? Na, schade, Maxim. Ich hätte irgendwie einen anderen Hängegleiter genommen. Der hat nicht so ganz gepasst. Jetzt ist es bei dem wieder auch komisch. Ah, perfekt. Was hat er als Hängegleiter? Ich sehe es halt nicht mal. Oder hattest du einen anderen Hängegleiter drin, Maxim? Weil, weiß nicht, der hat nicht so ganz gepasst. Oh, jetzt geht's. Ja. Ja. Ja, der kann weiter. Ah, schade, André. Ja, ist ein bisschen blöd gelaufen, aber hey, wir machen ja noch ein paar andere Runden auch noch. So, jetzt Spray machen an die Wand und ganz wichtig, jetzt noch Emoticon machen. Spray und Emoticon. Jetzt schauen wir einmal alles an. Und Emoticon. Ich hatte einen lilanen Meteoriten. Ah, okay. Ja, ich kann nur das bewerten, was ich sehe, ne? Aber weggehen. Ja, der ist auch sehr gut. Oh, ist auch gut. Okay, ist auch gut. Ist auch gut. Hä, wieso sind die Leute so gut geworden in Skin Contest? Ist auch gut. Ich hätte irgendwas anderes da genommen, glaube ich. Okay, lass mal schauen. Also, der ist schon strong. Der ist strong. Der ist strong. Der ist strong. Der ist. Ja, sorry. Sorry, ich musste dir sogar den 7. Platz geben. Ah, das war unser. Ja, okay. True. 7. Platz geht aber nicht, tagaktiver FCW. Komm mal, stell dich mal dahin, bitte. Da. Einfach mal dahin gehen. Bisschen näher. Okay. Die sind eigentlich alle sehr gut. Macht mal euren. Ihr dürft jetzt einen Emote aussuchen, okay? Euren besten Emote. Zeigt mir euren besten Emote. Nur einen Emote. Euren besten. Zeigt mir mal euren besten Emote. Lass mal schauen. Ja, das war irgendwie klar. Was hast du als besten Emote? Okay. Ja, okay. Okay. Was ist deiner? Okay, jetzt muss ich halt. Jetzt muss ich ein bisschen hart sein. Ne? Ich finde alle sehr gut, aber. Aber ich bin jetzt hart. Ich würde sagen. Sechster Platz geht an dich. Knappe Entscheidung. Knappe Entscheidung. Henry, geile Skin-Kombi. Geile Skin-Kombi. Sechster Platz. Du bist so gut gewesen, wirklich.
Aber es ist halt schwierig, ne? Macht mal euren zweitbesten Emote. Zeigt mir jetzt euren zweitbesten Emote. Ja, ich werde auf jeden Fall Werbung machen. Jetzt euren zweitbesten. Was habt ihr als zweitbesten? Okay, die machen beide den gleichen. Ja, so einen geilen und passenden Emote. Ja, schade. Lag? Oh ja, ich sehe es gerade. Ich weiß nicht. Irgendeinen von denen würde ich jetzt den fünften Platz geben. Weil die beide das gleiche Thema haben. Wen soll ich den fünften Platz geben? Den oder dem? Schwierig. Ja, es laggt leider. Ich schwöre, es laggt leider so hart. Wir machen es anders. Du und du. Stell dich mal bitte hier auf. Einmal hier aufstellen. Einmal rübergehen. Ich mache das anders. Ich finde alle gut. Ich habe ein Problem. Ich finde alle gut. Stell dich mal hier hin. Oh, sorry, jetzt habe ich außerdem den Spray. Nochmal den Spray bitte machen. Ja, ist okay. So. Okay, wir machen es jetzt anders. Jungs und Mädels, ihr seid alle gut. Ich habe ein Problem. Ihr seid alle gut. Ihr müsst jetzt etwas Neues machen. Und zwar, ihr sucht jetzt nach einem neuen Emoticon, okay? Neuen Emoticon. Ihr habt jetzt kurz Zeit. Schaut bei den ganzen Emoticons nach und zeigt mir einen neuen Emoticon. Die sind alle gut. Einen neuen Emoticon. Nicht den gleichen. Ich merke mir, was ihr gemacht habt. Die sind alle gut. Ich muss jetzt irgendwie schauen. So, schauen wir mal. Also einen neuen Emoticon. Nicht den alten. Ich bin aus der Map rausgeflogen. Ja, ist aktuell heute ein bisschen verpackt. So, schauen wir mal. Neuer Emoticon. Okay, okay. Neuer Emoticon. Was ist deiner? Dann muss ich halt leider etwas hart durchgreifen hier, aber okay. Ja, ist auch gut. Was hast du? Oh, ist auch gut. Ich würde sagen, fünfter Platz geht an dich. Verdiente aber. Ace. Digga, da merkt man schon. Ace, der hat so krass gespielt. Fünfter Platz geht an dich, Ace. Ich glaube, ich würde die Banane den vierten Platz geben. Auch sehr geil. Aber knapp. Banane. Es war unser Patrick gewesen. Vierter Platz geht an dich. Vierter Platz geht an dich. So. Boah, die sind alle gut gewesen, bin ich ehrlich. Was wir als nächstes Thema machen, das wird gleich entschieden. So, Chat, wir machen es jetzt folgendermaßen. Der Typ, der verdient ins Finale zu kommen. Stell dich mal bitte einmal kurz hier weiter weg. Ihr entscheidet, wenn ins Finale kommen soll. Ich finde alle sehr gut, na wirklich, alle waren sehr krass. Aber ihr entscheidet, wer ins Finale kommen soll. Findet ihr, der goldene Skin mit dieser Skin-Kombi und diesem Spray verdient es, ins Finale reinzugehen, dann schreibt jetzt eine 1 in den Chat. Wenn ihr sagt, nee, nee, die Feuerfrau, die ist ein bisschen besser mit dieser Skin-Kombi, dann schreibt eine 2 im Chat. 1 oder 2? 1 oder 2? Was sagt ihr, Chat? 1 oder 2? Ja, ja, aber die Top 5 war wirklich krass gewesen, ne? Alle gut. Schauen wir mal. Was sagt der Chat? 1 oder 2? 1 ist links, 2 ist rechts. Nicht spammen, doch. Die dürfen schon ein bisschen spammen, damit ich das auch sehen kann. Aber ich sehe ein bisschen. Wirklich nur so ein bisschen mehr 2. So ein bisschen mehr. Ja, ein bisschen mehr. Bin ich ehrlich. Knappe Entscheidung. Doggy! Dritter Platz geht an dich. GG's auf jeden Fall. So. Knappe Entscheidung. Knappe Entscheidung. So, Chat. Jetzt machen wir Folgendes. Ja, aber dritter Platz ist auch schon sehr, sehr strong. Zeigt mir nochmal euren besten Emote. Nochmal euren besten Emote. Zeigt mir nochmal euren besten Emote und der Chat entscheidet, wer von euch beiden gewinnen soll. Zeigt mir nochmal euren besten Emote. Da habt ihr es. Chat, ihr entscheidet. Ich finde beide sehr geil. Also ich habe keine Ahnung, wirklich. Wir machen es wieder. Ihr entscheidet.
Ich würde sagen, diesmal ist jetzt die Feuerhexe die 1. Na, habt ihr ja gerade auch vorhin gesehen mit dem Spray da hinten. Und jetzt kommt der Astronaut, auch sehr geiles Skin-Kombi. Jetzt dieser Spray ist die 2. Was sagt ihr? 1 oder 2? Wer verdient den Sieg hier? Wer verdient den Sieg in Skin Contest? 1 oder 2? Boah, viele Einser gerade, ne? 2 aber auch schon öfters da. Der Astronaut ist gut. Ey, ich finde beide sehr gut. Das ist das Problem. Ich kann mich nicht entscheiden. Aber 2 ist auch schon öfters hier, ne? Der schaut seine Emotes einfach. Bro, es ist, ich glaube, der Chat ist 50-50 sogar, ne? Wow, oh, das Ace auch 1, Cramps auch 1. Okay, ist 1 bisschen mehr, 1 ist bisschen mehr. Ja, okay, 1 hat gewonnen. Zweiter Platz geht an Drachi. Zweiter Platz geht an dich und erster Platz ist, wer war das hier? Toxic Dream 101. GG's auf jeden Fall, du hast gewonnen. Ich habe dich noch nie in Skin Contest gesehen, aber sehr geiles Spray, sehr geiles Skin Kombi. GG's. Toxic Dream. Habe ich noch nie in meinem Leben gesehen, aber er hatte echt eine geile Skin Kombi. Digga, aber ohne Witz, die waren alle sehr gut gewesen am Ende. So ab Top 5, alle gut. Alle gut. War dann schwierig gewesen für mich. Ich muss auch irgendwie was Neues machen, damit ich irgendwie einen rausbekomme. Toxic, GG's. Wer ist das im Chat? Toxic Dream habe ich noch nie gesehen. Noch nie. Wer ist das hier im Chat? Kennt man den? Weil der kann eigentlich jetzt mitentscheiden, was er als Thema will. Oder falls er ein gutes Thema hat. Ich bin es. Ja, okay, das kann sein. Maxim, du bist es auf jeden Fall nicht. Amateur Artist. Kann sein, dass du das bist. Felix? Ja, Felix ist das. Okay, actually true. Imagine Felix, Alter. In fucking Skin Contest. Falls du das wirklich bist, GG's auf jeden Fall, Artist. GG's auf jeden Fall. Habt ihr ein gutes Thema? Weil ich würde jetzt auf jeden Fall ein anderes Thema machen. Jetzt ein anderes Thema. Neues Thema. Schreibt mal jetzt eure Ideen einmal in den Chat rein. Mainskin habe ich ja schon von dir gesehen, ne? Thema Banane, ja, okay. Thema Cowboy. Mainskin ist doch aber eigentlich sowas wie egal, oder? Vielleicht sogar. Ja, alles gut, du darfst nochmal mitmachen, Schad. Alles gut. Einfärbig, oh, okay. Sweat. Böse hatten wir schon gestern. Beruf. Anime, stimmt, wir wollten doch Anime machen. Beruf ist auch nicht schlecht. Aber ich glaube, wir wollten auch gestern auch Thema Anime machen, aber dann hat irgendein anderes Thema gewonnen. Ich würde mal vorschlagen, Thema Wild West. Ja, was hast du da für eine Skin-Kombi, dass du das so schreibst, Alter? Save diesen Pancake-Typen da. Beruf habe ich jetzt öfters gesehen. Und das kam auch von dem Gewinner, also schreibe ich das auch mal auf. Thema Beruf. Und zweites Thema Anime, ne? Anime hatten wir auch schon. Ich habe auch noch mal extra Cartoon und sowas, also alles, was damit zu tun hat, ne? Zeichentrick und. Ihr dürft entscheiden. Wollt ihr Thema Beruf oder Thema Anime oder Cartoon, Zeichentrick, ne? Alles dazu. Alles. Ihr entscheidet. Einmal in den Chat einfach auf das Thema klicken, was ihr wollt. Ist Cowboy oder Headhunter auch ein Beruf? Cowboy, nein. Kopfgeldjäger? Maybe. Würde ich sogar sagen, echt maybe. Nix davon. Aber Beruf mit 70%. Boah, schauen wir noch, wie viel gleich das ist. Beruf hat eindeutig hier die Nase vorne. Seht Lara Croft als Cartoon? Ja. Absolut. Ist ja so ein Zeichentrick. Also ist ja vom Game, aber, you know, es zählt schon.
zählt schon. Aber Beruf ist eindeutig gerade in Führung mit 70%. Ja, dann machen wir auch Thema Beruf. Eindeutig. Thema ist jetzt diese Runde Beruf. Falls ihr gerade keinen Skin habt, einfach jetzt in der Zwischenzeit einen Skin machen. Ihr kriegt richtig viel Zeit, also keine Panik schieben. Ihr könnt richtig viel Zeit jetzt nehmen. Code bleibt gleich, Destiny 2. Map-Code steht ganz oben für die Leute, die neu sind. Und direkt ready machen. Ja, alle Game-Characters sind gezeichnet, ja. Irgendwie schon. Aber ich würde eher mehr sogar sagen, Lara Croft ist ein bisschen mehr so. Weil man sieht es ja auch. Destiny 1 machen wir mal als Code. Irgendwie funktioniert Destiny 2 nicht. Aber Thema ist jetzt Beruf, ne? Und da gibt es wirklich super viele Skins. Super, super viele Skins. Destiny 1 ist der Code jetzt aber. Was ist mit Avatar? Ja, ist ein Beruf, ne? Beruf-Stroomtrooper. Jetzt geht's los, Alter. Jetzt kommt Erik. Geht ein Influencer? Boah. Ich würde vielleicht sogar sagen, ja. Ich gehe auf, streamst du morgen wieder? Morgen vielleicht. Morgen vielleicht. Übermorgen auf jeden Fall nein. Aber dafür werde ich auf jeden Fall Freitag streamen. Freitag und Samstag und Sonntag. Da habe ich Zeit. Aber morgen vielleicht habe ich da Zeit. Beruf Fußballer, ja, das zählt. Das zählt auf jeden Fall. Und Montag? Montag? Maybe. Muss ich schauen, das kann ich jetzt noch nicht sagen. Wochenende habe ich auf jeden Fall immer ein bisschen besser Zeit als unter der Woche. Jo, Patrick, bis nächstes Mal auf jeden Fall. Du hattest auf jeden Fall wieder eine sehr geile Skin-Kombi gehabt. Beruf Hokage, Alter. Geht Skater? Oh, weiß ich nicht. Also irgendwie schon, aber auch irgendwie jetzt eher nicht. Weiß ich nicht. Lieber was anderes. Geht so Mechaniker? Ja, das geht auf jeden Fall. Berufssoldat? Zählt. Auftragskiller? Ich würde ja sagen sogar. Ich würde ja sagen. Aber wenn es geht, vielleicht was anderes. Weil das ist so... Ja, naja. Rennfahrer geht auf jeden Fall, ja. Ich bin Berufs-Stream-Sniper, ja. Nimm deine Skin-Kombi. Nimm sie. Du bist aber gar nicht online, ne? Geht auch so farblich. Es sollte auf jeden Fall, wenn du einen Skin genommen hast, kannst du auf jeden Fall dann versuchen, die Farbe dann zu dem Skin zu machen. Das geht auch. Also, dass du sagst, so Hängegleiter und auch wichtig für die Leute, die neu sind, ne? Ihr braucht eine ganze Skin-Kombi. Also, alles hier, Hängegleiter und Waffenlackierung. Nicht vergessen. Geht Beruf Ritter? Nee. Das auf jeden Fall nicht. Das auf jeden Fall nicht. Ist Steps in Stellana ein Beruf? Ja. Definitiv, würde ich sagen. Junge, du würdest, ich schwöre, du würdest wahrscheinlich die erste Runde überleben, Erik, aber die zweite würdest du niemals weiterkommen. Niemals. Die erste Runde würdest du wahrscheinlich sogar schaffen, das kann ich mir vorstellen, aber niemals die zweite. Geht auch Son Goku? Nee. Nee.
Hast du den Skin May? Meinst du May? Boah, weiß ich gar nicht. Ich schreib's mal genauso, wie du es geschrieben hast. Die als Mechanikerin. Weiß ich nicht. Ich würde vielleicht einen anderen Skin nehmen, wenn es geht. Geht Narutas Kämpfer? Nee. Warum denkst du? Ja, weil du das noch nie in deinem Leben gemacht hast. Ich kann mir so vorstellen, dass du sagst so, ja Mann, das ist das Beste, was es gibt. Und dann am Ende fliegst du dann so raus in der zweiten Runde. Wir starten erst so in 2 Minuten oder so. Die Leute brauchen ein bisschen Zeit. Weil man kann in der Runde nichts mehr ändern. Also man muss es jetzt machen, sonst geht's gar nicht. Geht Kopfgeldjäger. Also wenn du gar keinen Skin mehr hast, dann ja. Geht Dusty? Dusty? Dusty Depot oder was? Geht Kämpfen generell? So ein Boxer, ja. Boxer würde ich sagen, ja. Geht Samurai? Würde ich eher sogar nein sagen. Also so Berufe, die es auch wirklich so gibt, ne? So. Also wenn man sagt, ich will irgendwas mit Kämpfen haben, dann so ein Boxer geht voll fit. Aber so Samurai, weiß ich nicht. Das. Ja. Also wenn ihr wirklich gar nichts mehr habt, na, dann würde ich das machen. Aber ihr habt safe noch irgendwie andere Ideen. Dusty heißt die. Die heißt wirklich Dusty. Okay, ich wusste nicht mal, dass so ein Skin überhaupt existiert. Ach so, die. Okay, und als welchen Beruf willst du die machen? Baseballspielerin oder was? Könntest du machen. Wenn du es richtig hinbekommst, geht das schon. Musiker, klar, geht. Ich habe Businessman, kann ich als Pickaxe ein Schwert nehmen? Ein Schwert? Weiß nicht. Wannabe. Den YouTuber. Versuch selber dann herauszufinden, was du als Pickaxe nehmen willst, André. Bubble Tea Verkäuferin. Geil. Geil. Okay, mal schauen, was da rauskommt, ne? Jungs und Mädels, falls ihr auch neu seid, ihr könnt gerne auch ein Like da lassen, gerne ein Abo da lassen. Und falls ihr mich supporten wollt, Rapper geht absolut, ne? Falls ihr auch mich supporten wollt, könnt ihr gerne in den Item Shop gehen in der Zwischenzeit und gerne auch meinen Creator Code eintragen. Einfach Desti, so wie ich auf YouTube heiße, ne? Gerne eintragen, würde ich mich mega freuen. Ja, wir stehen kurz vor 50 Supportern. Falls ihr Bock habt, könnt ihr das gerne machen. Also The Weeknd, ja, safe. Also Rapper und so geht vollkommen klar. Weeknd, Eminem und. Lady Gaga sogar. Musiker, macht 30 Likes voll. Wenn es geht, Jungs und Mädels, gerne liken, gerne ein Abo da lassen. Ich würde sagen, wir starten die Runde in einer Minute. Bei 9. Dann habt ihr genug Zeit gehabt. Falls ihr noch irgendjemand ein bisschen Zeit braucht, kann ich noch mal eine Minute geben. Aber 10 ist Maximum. Mehr warte ich nicht. Und nicht vergessen, geht Rizzler. Definitiv. Und nicht vergessen, ihr dürft kein Set benutzen. Kein Set. Also wenn ihr einen Skin genommen habt, nicht irgendwie Backbling, Pickaxe, Emote, was auch immer, Set benutzen. Was ist Code? Code ist SD1. Map Code steht oben.
Oder halt einfach hier Desti eingeben, ne? Geht auch. Einfach hier in der Suche Desti. Und dann hat man schon die Lobby. Danke dir. Adrian, ne? Danke dir, Adrian. So, wir warten noch 30 Sekunden und dann starte ich. Doggy ist ready, sehr gut. Ja, Ronaldo geht. Ronaldo geht. Messi geht auch. Fußballer. 9 Minuten warten. Ja, wir gehen auf die 10. Jerome, warte. Ich warte noch 15 Sekunden. Dann starte ich aber leider schon. Falls du es jetzt nicht die Runde geschafft hast, ist ja nicht schlimm. Wir machen ja ein paar Runden mehr. So, bei 10-10 starte ich. 5, 4, 3, 2, 1 und los. So. Dann schauen wir mal, was für Skin-Kombis gemacht wurden. Alles entspannt. Wenn Fortnite kein Auge macht, ist alles entspannt hier. Können wir dann nächste Runde Anime machen? Also der Gewinner darf auch immer mitentscheiden. Also wenn der Gewinner jetzt hier von dieser Runde sagt, hey, ich will nächste Runde Anime haben, dann wird das in dieser Umfrage mitgenommen. Aber ich will auch eigentlich mal das Thema machen, ne? Das will gefühlt jeder machen, aber irgendwie, wenn wir das Thema mitnehmen, dann kommt es nie raus. Ich weiß auch nicht. Eli Geller! Es ist fucking Eli Geller! Und mein Internet hat gerade kurz Faxen gemacht. Bewerten, wer kennt's nicht? Let's fucking go! Ich mache auch ein Foto. Oh, da kommen die ganzen Likes rein, Alter. Woo! Die ganzen Likes. Oh, yo. So, alle sind drinne. Aber es wird gleich wieder irgendeiner draufgehen. Das ist irgendwie gerade voll komisch in Fortnite. Oh, schaffen wir doch die 100 Likes? Oh, 100 Likes, easy, easy. Und da kommt das Geld auch noch rein. Jawohl! Digga. Oh, Mann. Ich verdiene kein Geld mit YouTube. Nein. Zockt alle Zombie Rush 3. Ich sag jetzt schon, dass 2 Leute draufgehen werden. Das ist. Ich weiß nicht warum, aber es ist halt so. Ja. Okay, für die Leute, die neu sind. Erste Runde ist nur Skin. Zweite Runde ist Emotes. Dritte Runde ist Spray und Waffenlackierung. Und vierte Runde ist Gleiter. Das ist nochmal hier so die Reihenfolge für die Leute, die... es sterben genau immer 2 Leute, ne? Es ist crazy. Warum sterben immer hier 2 Leute? Ich check das nicht. Beef, das musst du mal schauen. Irgendwie ist das nicht normal, dass hier ein paar Leute immer sterben. Immer die Unschuldigen, die sterben hier. So, wir starten. Let's go. Also erste Runde nur der Skin. Nur der Skin. Keine Emotes, gar nichts. Nur der Skin. Nur der Skin. Nur der Skin zählt. Einmal drehen. Dann kann ich das alles direkt sehen. Alright. Bin wahrscheinlich erste Runde raus. Ja, schauen wir mal, ne? Oh, nice. Mein Internet ist auch... Ah, das war Beef, Alter. Der kleine Cock, Alter. Oh. Thema war Beruf, ne? Ja, Lag. Ja, Internet macht Auge. Soldat zähle ich auf jeden Fall. Nee, sorry. Ich weiß, dass du ein Auftragskiller oder Mörder bist, aber... Aber das passt leider nicht ganz, sorry. Musiker, ne? Passt, ja. Passt. Das ist ein besserer. Das gefällt mir mehr.
Weil das ist so, weiß ich nicht, das sieht eher nach Samurai aus. Ist besser auf jeden Fall, kann weiter. Beef auf jeden Fall nicht hier Faxen machen. Mr. Beef, Alter. Warum bin ich in der Startrunde? Ja, da muss noch was her. Das gibt ein Timeout. Ich finde die Pickaxe leider nicht ganz gut. Sorry, Backping ist nice. Pickaxe hätte ich was anderes genommen. Sorry. Hätte ich was anderes genommen. Henry, das ist leider ein kleiner Bug. Dreh ich einmal? Ich lasse dich mal weiter. Okay. Pickaxe. Pickaxe ist ein fettes Problem, Bro. Sorry. Skin und Backbling ist nice, aber Pickaxe hätte ich ein anderes Ding genommen. Sorry. Passt nicht ganz. Ich hatte so eine krasse Kombi. Echt? Ja, das ist kacke. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Sorry. Sorry, passt mir nicht ganz. Pickaxe? Einmal Pickaxe und. Ja, das ist gut. Das ist gut. Leider nein. Nee, leider nein. Leider nein. Das zähle ich nicht als Beruf. Das weiß ich jetzt gerade actually nicht. Was soll das für ein Beruf sein? Ich weiß nicht, was du für ein Beruf sein sollst. Pickaxe und Backbling und so. Ah, du warst ein Marshmallow, okay. Ich weiß nicht, das passt irgendwie nicht so. Ich weiß nicht, welchen Beruf du sein sollst. Das ist das Problem. Sorry. Es ist eine gute Kombi, aber ich weiß nicht, was das für ein Beruf sein soll. Oh, okay. I see, das ist gut, gefällt mir. Das ist besser. Das ist besser als der andere vorhin. Das ist mir besser. Ah. Mechaniker. Ah, dann hätte ich ein anderes Backbling genommen. Und eine andere Pickaxe. Dann hätte ich es besser gecheckt. Ich hatte keinen anderen Beruf. Ah, okay. Also. Den Samurai-Skin, ich weiß nicht, das passt für mich leider nicht so ganz. Sorry. Das passt nicht leider. Oh! Aber das ist gut. Das ist sehr gut. Das kann weiter. Ja, das ist auch gut. Kann auch weiter. Oh, weiß ich jetzt nicht. Kannst mich bitte grüßen, natürlich, Nicole. Ein fucking. Obwohl, nee, doch. Dich lasse ich weiter. Dich lasse ich weiter. Das ist doch gut. Dich lasse ich weiter. Was ist das aber für ein Beruf? Die Kombi ist gut, aber was ist das für ein Beruf? Schreibt mal in den Chat, das würde mich mal interessieren. Die Kombi ist gut. Das ist auch sehr gut. Das ist gut. Oh, ich habe ein fettes Problem mit dem Backbling. Sorry, Backbling ist leider nicht gut. War ein Statist. Ach, die Bubble Tea Verkäuferin, das bist du. Bubble Tea Verkäuferin. Komm, ich nehme dich. Ich nehme dich mit. Das ist schon gut. Ja, wenn man keinen anderen Beruf hat, Kopfgeldjäger, ja. Aber nicht mit dem Samurai-Skin. Klappt bei mir, was geht, willkommen. Ich finde den auch gut, aber ja, ist okay. Kann weiter. Spider-Man als Beruf? Also, nee, nee, sorry. Dich kann ich leider nicht weiterlassen. Sorry, das nehme ich nicht als Beruf mit.
Ja. Ja, also wenn man wirklich nichts hat, kann man Kopfgeldjäger nehmen. Fischer oder was? Ja. Okay. Schon lange nicht mehr live gewesen, ja. Gestern erst wieder. Boah, weiß ich nicht, Bro. Weiß ich nicht. Nee, sorry. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Sorry. André, sorry. Okay. Warum hast du mich getötet? Ich weiß gar nicht, wer von denen du das warst. Du musst mir den Skin noch mal reinschreiben. Das ist der letzte. Ich hätte vielleicht einen anderen Skin genommen. Soll ich dich weiterlassen? Nee, sorry, der Skin passt leider nicht. Doggy! Schade. Der Skin hat nicht ganz gepasst. So, dann gehen wir mal in die nächste. Ah, Samurai! Ja, Samurai lasse ich nicht zählen als Beruf. Habe ich gecallt. Ja, der Skin hat leider nicht gepasst. So, jetzt bin ich mal gespannt. Emotes. Emotes. Erste Emote. Okay. Ja, okay. Zweiter Emote. Ihr könnt immer drei Emotes. Zweiter Emote. Okay. Und noch einen dritten. Und noch einen dritten Emote. Ja, okay, links ist schon sehr stark. Was macht rechts? Noch einen dritten Emote. Ich brauche noch einen dritten. Aber ja, links ist schon mal weiter. Ja, okay. Ich hätte dann einen anderen Skin genommen. Dass du ein Kopfgeldjäger warst, war mir schon klar. Aber den Samurai weiß ich nicht. Nee. Ich brauche noch einen dritten Emote. Beef ist auch da. Beef ist ready. Ich brauche noch einen dritten Emote, sonst muss ich leider raushauen. Immer drei Emotes machen. Schauen wir mal, ich gebe dir noch kurz Zeit, falls er noch kurz suchen muss. Aber falls er jetzt nichts findet, dann ist er leider raus. Ah, okay, wir hatten auch einen dritten Emote. Passt. Alright. So, wir machen es jetzt so. Mr. Beef, du entscheidest diese Runde hier. So, drei Emotes machen. Erster Emote. Okay. Zweiter Emote. Yo, Doggy, alles entspannt. Okay, und noch einen dritten Emote. Okay. Und was sagt Beef hier? Sorry, bin Marshmallow, musste Zähne putzen. Okay, gut. Einmal auf den Knopf drücken. Auf den Knopf drücken. Genau, so, erster Emote. Hat Rizzler gezählt? Nee, nicht wirklich. Zweiter Emote. Zweiter Emote. Oh, links stark. Was macht rechts? Rechts, zweiter Emote. Ich sehe nur immer noch einen Emote. Ich brauche noch einen zweiten Emote. Ich sehe immer noch ein Emote. Ich muss dich leider rauskicken, wenn du nur ein Emote hast. Nee. Emote. Nee, I'm sorry. Du brauchst drei Emotes. Hast du noch einen dritten Emote? Hast eine Toilette. Ja, sehr gut. Kann weiter. Immer drei Emotes braucht die Jungs und Mädels. Drei Emotes immer. Erster Emote. Okay. Zweiter Emote. Oh, links stark. Rechts auch nicht schlecht. Gehört mir auch. Noch einen dritten. Ja, als Mechaniker gibt es nicht so viele Emotes. Obwohl, doch einer fällt mir gerade ein. Noch einen dritten. Boah, ich finde beide gut.
Also ja, kann man halt nicht viele Mods machen. Gibt's halt nicht so viele. Es gibt schon so ein paar. Ich lasse dich mal weiter. Kombi war gut, die Mods waren in Ordnung. Kann weiter. So, oh, zwei Auftragskiller jetzt. Ja, leck wieder. Ich sehe es immer oben links, wenn der Ping hoch ist. Okay. Zweiter Mod. Der hat schon alle drei rausgebuddert, der Linke. Der haut ja komplett viele Mods. Oh je, oh je. Nur drei Mods immer. Okay. Und noch einen letzten. Also der hat schon vier Mods, glaube ich, gemacht. Noch einen letzten. Sorry, reicht leider nicht aus. Du hast jetzt zu viele Mods, glaube ich, gemacht. Lass ich mal weiter. Knappe Entscheidung, aber. Nur drei Mods, aber bitte machen. Nicht die zu viele Mods. Okay. Erster Mod. Nur drei Mods. Wer zu viel macht, stirbt dann auch, glaube ich, jetzt. Neue Mods, neue Mods. Alright. Zweiter Mod. Ja, genau. Falls. Ihr könnt schon mal rübergehen auf die andere Seite. Weiter Mode. Immer drei Modes machen. Okay. Und noch einen dritten. Habt ihr noch einen dritten Mode? Das ist schon der erste Mode gewesen. Ich bräuchte noch einen dritten Mode von dir. Immer drei Modes. Falls ihr neu seid, das. Oh, ich muss leider beide kicken. Sorry. Die Mods haben mich leider nicht überzeugt, Jungs und Mädels. Sorry. So, ihr müsst ein bisschen bessere Mods nehmen, dann werdet ihr weitergekommen. Auf den Knopf da klicken, dann. Ihr müsst mal darüber gehen. Dann können auch mehr Leute hier rein. So, erster Mod. Alright. Zweiter Mod. Okay. Und noch einen dritten Emote. Ja, okay, das ist in Ordnung. Die ersten zwei Emotes waren gut. So. Der eine ist AFK oder was da? Ich sehe den da. Dahin. Genau. Und hier einmal auch nochmal. So. Okay, dann zeigen wir mal deine Emotes. Okay, guter Emote. Zweiter Emote. Aufpassen, das ist leider ein Set-Emote. Das ist leider ein Set-Emote. Du darfst kein Set-Emote benutzen. Ich weiß, es war Set. Ich habe schon aufgepasst. Du musst einen anderen Emote machen, sonst bist du leider raus. Einen anderen Emote. Kein Set-Emote. Er hat leider keinen, glaube ich, oder? Oh, er hat sich noch gerettet. Er hat sich noch gerettet. Er hat sich noch gerettet, aber ganz knapp. So. Und die letzten. Einmal da drauf drücken, einmal da drauf drücken. Auf den Knopf. Da. Auf den Knopf müsst ihr klicken. Und da auch auf den Knopf klicken. Aber keine Z-Emote, sonst hätte ich ihn rausgeworfen. Schafft ihr das? Beef, ich glaube, wir brauchen da so einen fetten. Da muss irgendwas so Fettes stehen, dass da steht, jetzt hier klicken. So. Erster Emote. Alright. Zweiter Emote. Zweiter Emote. Der hat alles Set? Echt jetzt?
Zweite Emote? Hä, wirklich? Ace kennt sich da eigentlich am besten aus. Ace ist das Set. Der muss noch einen anderen Emote machen, by the way. Andere Emote? Ich brauche andere Emotes. Nicht nur ein Emote, ich brauche mehr Emotes. Ist Set? Okay, sorry, dann muss ich gleich raushauen. Sorry, darf's kein Set machen. Das war so eine geile Skin-Kombi. Oh, der rechte. Hast du noch einen dritten Emote? Hast du noch einen dritten Emote? Ich habe nur zwei Emotes von dir bis jetzt gesehen. Noch einen dritten Emote? Nee, kein Emoticon. Nee, kein Emoticon. Kein Emoticon. Nur Emotes. Kann weiter auf jeden Fall. So, schauen wir mal. Nächste Runde. Jetzt bin ich mal gespannt. Okay. Ja, kein Set benutzen. Der andere hatte auch ein Set-Emote. So, jetzt Spray an die Wand und Waffenlackierung zeigen. Und die Waffenlackierung. Yes. Okay. Ja, okay. Ja, da kann man nichts falsch machen mit der Waffenlackierung, ne? Finde ich aber gar nicht mal so schlecht. Spray ist sehr gut sogar. Ich lasse mal beide weiter, die sind beide gut. Ich hätte vielleicht eine andere Waffenlackierung genommen bei dem anderen. Das war jetzt ein bisschen, naja. So, Spray und Waffenlackierung. Und die Waffenlackierung. Und Waffenlackierung. Yes. Aber das Spray ist leider echt nicht gut. Nee, sorry. Gute Skin-Kombi, aber ich hätte ein anderes Spray genommen und vielleicht eine bisschen bessere Waffenlackierung. Du kannst weiter. So, Spray und Waffenlackierung. Okay, und Waffenlackierung. Und die Waffenlackierung. Auch wenn ihr keine drin habt, ich will nur einmal sehen, was ihr drin habt. Aber das passt ja eigentlich. Ja. Können beide weiter. Passt. So, Spray und Waffenlackierung. Oh, sehr gutes Spray. Und und Spray noch machen? Und Spray? Nee, musst du an der Wand. An der Wand musst du machen da. Ah, okay. Aber okay, Waffenlackierung ist schon komplett leider kacke. das tut im Herzen weh, wenn ich dich weiterlasse. Kennst du mich noch? Kollex? Ja, sag mir was. Mein Internet ist wieder kacke. Ja, der kann weiter auf jeden Fall. Aber Bro, ich muss dich leider rauskicken. Deine Waffenlackierung ist leider falsch gewesen. Toxic. Geile Skin-Kombi. Geile Skin-Kombi. Aber du hast leider die Waffenlackierung vergessen. Spray und Waffenlackierung. Wann ist Ende? Ist schon gleich zu Ende, glaube ich, ne? Also ist ja schon die vorletzte Runde. Ja, okay, beides passt, ne? Obwohl, ja doch, ne, passt. Naja. So, und der letzte? Ja, da haben wir ihn. So, einmal Spray machen. Und die Waffenlackierung noch zeigen. Wie aus dem Nix. Aber ne, Spray ist gut. Waffenlackierung ist okay, würde ich sagen. Also, kann dann auch weiter. Kann ich nächste Runde mitmachen? Jupp. So, wir gehen schon jetzt in die vorletzte Runde. Gleiter. Wie kann man joinen? Zeige ich gleich. So, jetzt der Gleiter. Jetzt schauen wir noch den Gleiter an und dann geht's schon ins Finale.
Rechts ist auf jeden Fall gut. Ich muss mal links ein bisschen genauer sehen. Aber, okay. Ja, können beide weiter. Beides gut. Was ist nächste, was sind das Thema der nächsten Runde? wird dann entschieden. Oh, nee. Oh, das weiß ich jetzt nicht. Links kann ich es schon ein bisschen besser verstehen, aber rechts... Nee, sorry. Ryan, geile Skin-Kombi, aber ich hätte einen anderen Hängegleiter genommen. Links passt halt zu seinem weißen Look. Essen als nächstes Thema, schauen wir mal. Bitte Schwitzer. Schwitzer stimmt. Aber wir hatten auch Anime, wollten wir machen. Beides sehr gute Gleiter. So, dann schauen wir mal. Ja, okay, links zu erwarten, rechts auch gut. Ja, okay. Jetzt kommen so langsam die Profispieler hier. Die immer jetzt ihre Skin-Kombis perfekt machen hier. Also schauen wir mal. Und der letzte noch. Ja, okay, passt auch. Passt auch. Okay, gut. Top 8, glaube ich, ne? Von 40 Leuten auf 8 Leute. Oder 7. 7 oder 8 sind wir jetzt gerade. So, Finale. Schauen wir mal. Also, jetzt ganz wichtig. Spray an die Wand. Und Emoticon machen. Spray an die Wand und Emoticon. Zeig mir mal dein Emoticon. Und kein Set. Ganz wichtig. Kein Set. Weil das sieht für mich sogar Set aus. Mr. Ace muss dann gleich mal hier in den Chat mir sagen. Ist das Set mit dem? Oder ist es kein Set? Oh, das stark. Set. Sorry. Drachi. Nein. Nee? Was? Ah, doch, ist Set. Ah, okay. Nein? Wie jetzt? Ist es jetzt Set gewesen oder ist Set? Okay, doch, ist Set. So. Nee, Spray ist Season 6 und Skin ist Season 10. Das ist Ace, das weiß ich. So. War das kein Set gewesen? Ist aber dasselbe Set. Musst du mal auch nachschauen. Also da bin ich mir jetzt auch nicht sicher. Alright, ist ja alles gut bis jetzt, ne? Oh, wow. Ich weiß wegen der Farbe, aber ich hätte was anderes da erwartet. Ich würde dir den 7. Platz geben. Bubble Tea! Maxim! 7. Platz geht an. Oder 6. Platz, oder? Ne, 6. Platz. 6. Platz geht an nicht, Maxim. Wenn es kein Set ist, dann sorry an Drache. Ja, dann tut es mir auch leid an Drache, weil er eine geile Skin-Kombi hatte. Einen würde ich noch raushauen, ne? Also. Einen würde ich noch raushauen. Sag mir nochmal deinen Emoticon. Okay. Ah, Maxim, das war schon stark, aber ist schon halt... Ich hätte irgendwie da so ein Bubble... so ein Bubble Tea, sag ich schon. Ja, moin. Hätte ich einen anderen Emoticon erwartet. Machen wir nochmal deinen. Ich würde... Den habe ich schon gesehen, den habe ich schon gesehen. Ist ja immer noch live. Ach, ich weiß nicht. Ich würde dir den 6. Platz geben. Knappe Entscheidung, aber ich... Yo Mama. Yo Mama, 6. Platz geht an dich. Geile Skin-Kombi auf jeden Fall. So, du? Stell dich mal bitte hier hin. Einmal hier hinstellen. Dahin. Dahin. Und du einmal bitte hier hin. So. Okay, nochmal Spray an die Wand. Und zeigt mir jetzt euren besten Emote. Top 5.
Ihr dürft jetzt einen Emote rausnehmen, euren besten Emote. Euren besten Emote. Egal, hat Spaß gemacht. Ja, GG. Ist geiles Skin-Kombi, aber. Ich hätte vielleicht irgendwie einen anderen Emoticon genommen, ne? So, schauen wir mal. Okay, Beef. Komm mal her. Komm mal her, Beef. Wer ist dein Favorite von den fünf, Beef? Wer ist dein Favorite von den fünf? Von Emotes, von allem. Okay, der Marshmallow. Okay, Mr. Marshmallow, dann bist du schon mal weiter. Ja, Drache, da hast du auch recht. Zeig mir nochmal dein Emote. Was hast du als Emote? Okay. Mhm. Ja, ich würde dir den fünften Platz geben. Verdienter fünfter Platz. Fünfter Platz geht an Toxic Leon. Geile Skin-Kombi, Leon. Fünfter Platz geht an dich. So. Jetzt würde ich sagen, an die Top 4. Sucht jetzt euren zweitbesten Emote raus und zeigt mir den mal. Euren zweitbesten Emote. Was ist euer zweitbester Emote? Ich nehme es zu Herzen. Aber das Ding ist gefühlt, Ace kennt sich sehr gut aus und Grams. Einmal ein bisschen weiter zurückgehen, please. Da ein bisschen weiter zurück. Ich muss hier nicht alles vor meiner. Okay, ist schon stark. Das ist auch sehr stark. Das ist auch. Ich würde dir den vierten Platz geben. Ja, doch, ja. Vierter Platz geht an. Toxic Dream. Vierter Platz geht an dich, Toxic Dream. Geile Skin-Kombi. Ohne Witz. Eigentlich sind die alles stark jetzt hier. Okay, jetzt machen wir es folgendermaßen, Chat. Wir machen es jetzt so. Du? Du bist schon mal ein bisschen, geh mal ein bisschen weiter weg. So, zwischen den zweien dürft ihr entscheiden, wer ins Finale kommt, Chat. Wen würdet ihr ins Finale lassen? Würdet ihr sagen, der Soldat mit dieser Skin-Kombi und diesem Spray hatte er, soll ins Finale kommen, dann schreibt mal eine 1 im Chat. Wenn ihr sagt, nee, der Kopfgeldjäger soll ins Finale reinkommen, dann schreibt eine 2 im Chat. 1 ist Soldat, 2 ist Kopfgeldjäger. Ihr entscheidet, Chat. Ich finde beide sehr gut, daher bin wieder da, die 2. Oh, ich sehe viele Zweier, ne? 1 auch schon. Ja, okay, 1 auch. Aber 2 ein bisschen mehr, ne? Ein bisschen mehr. Ja, ein bisschen mehr. Ein bisschen mehr. Ist das Cramps? Ich glaube, dass es Cramps ist. Ja. Cramps, auf zu laufen! Cramps, dritter Platz geht an dich, Cramps. So, und Chat, ihr entscheidet nochmal. Und die letzten zwei, zeigt nochmal den Chat euren besten Emote. Zeigt nochmal den Chat euren besten Emote. Und der Chat soll nochmal entscheiden, weil ich finde beide sehr gut wieder. Also ich kann mich nicht so ganz entscheiden. Vielleicht könnt ihr euch besser entscheiden als ich. Ich würde sagen, diesmal ist der Kopfgeldjäger die 1. Er hatte diesen Spray hier. Passt halt auch perfekt, ne? Und unser Marshmallow mit dieser Skin-Kombi hat die Nummer 2. Was sagt ihr? 1 Kopfgeldjäger, 2 Marshmallow. Wer soll Skin-Contest gewinnen? Wer soll Thema Beruf Skin Contest gewinnen? 1 ist links, 2 ist rechts. Schauen wir mal, was der Chat sagt. Aber Chat ist ja komplett nur auf 1. Außer wenn Cramps mal nicht so viel spammen würde, würde ich es aber. Ich sehe auch nur 1, ne? Also. 2 auch ein paar Mal. Ja, 2 ist auch noch da. Aber Chat ist doch mehr auf 1, ne? 2 ist auch ab und zu da. Junge Krabs. Zweiter Platz geht an.
Das war wieder tagaktiver FCB, Digga. Zweiter Platz geht an dich. Knapp, aber geile Skin-Kombi auf jeden Fall. Und so wie das aussieht, ich glaube, das ist Ace, ne? Aber der hat auch eine sehr geile Skin-Kombi gemacht. Also, schauen wir mal. Ja, das war Ace. Er hat's geschafft. Er ist wieder Erster geworden. Ace! GG's an dich, Ace. Erster Platz geht an dich. GG's. Erster Platz an Ace. Mit dieser Skin-Kombi. Zweiter Platz an Tag. An FCB einfach. FCB ist auch sehr stark im Skin-Contest. Und dritter Platz geht an Krams. Vierter Platz, glaube ich, war Toxic wieder gewesen. Ne? Und fünfter Platz war wieder auch ein Toxic gewesen. GG's. Ja, Digga, nee, man soll sich auch nicht so gut bewegen, Alter. Ich will doch die Leute abschießen hier. Du sollst dich nicht so. Du sollst dich einfach so wegbewegen. Nein, nicht Sliden anmachen. So passt es. Nenn mich einfach Adrian. Ja, das stimmt. Ich vergiss das immer wieder. Ich versuch's mir zu merken. So. Ich würde sagen, wir machen jetzt ein neues Thema. Ace hat gewonnen. Hat Ace ein gutes Thema? Wenn ja, in den Chat. Falls ihr auch gute Themen habt, in den Chat. Und falls ihr auch neu seid, Jungs und Mädels, ihr könnt gerne auch noch ein Like da lassen. Und gerne auch ein Abo da lassen. Ihr könnt mich auch gerne adden, das auch. Aber gerne ein Like da lassen, gerne ein Abo da lassen. Würde ich mich mega freuen. So, schauen wir mal. Boah, das sind viele Themen. Thema Tiere, Beruf hatten wir gerade schon. Machen wir es nicht doppelt. Alter, über 20 Likes schon. Dankeschön für die ganzen Likes. Falls ihr auch gerne liken wollt, oder falls ihr noch nicht geliked habt, besser gesagt, gerne noch ein Like da lassen. Armee. Tiere. Tiere hatten wir auch schon gestern gehabt. Thema Anime. Das nehme ich rein. Das nehme ich. Das machen wir auf jeden Fall wieder rein. So, Thema. Anime. 25 Likes schon. Schaffen wir sogar die 30 Likes, Jungs und Mädels. Gerne noch ein Like da lassen. Falls ihr noch kein Like da gelassen habt. Achso, ich kann ja fliegen. Das stimmt, ja. Ich vergesse das halt immer wieder, Krams, bin ich ehrlich. Zählt May? Ich würde schon sagen, ja. Der Hund ist like, fuck you, Risky. Spaß, Risky. Ich mag dich. Alter, kurz vor 30 Likes schon. Kurs geht raus. Dankeschön. Essen sehe ich sehr, sehr oft. Essen. Dann kommt wieder der Fischskin. Ich sehe es schon kommen. Sollen wir Essen nehmen? Hab keinen Anime-Charakter. Ja, daher auch Cartoon. So Zeichentrick auch. Safe hast du da ein. Oder zwei. Fischskin fliegt. Essen sehe ich sehr, sehr oft. Ja, dann lassen wir das auch mal da rein. Essen auch. Hoppala, ich kann nicht mehr schreiben. Ich bin dumm. So. Ihr entscheidet. Wollt ihr Thema Essen? Oder Thema Anime, Cartoon und Zeichentrick? Alles, was dazugehört, ne? Ihr entscheidet. Wenn ihr essen wollt, dann einmal hier klicken. Wenn ihr sagt, nee, ich will lieber Cartoon, dann auf das andere. Ihr entscheidet das Thema. Gestern ist gestern, heute ist heute Thema Tiere. Ja, das stimmt auch. Aber wir wollen ein bisschen mal neue Themen haben. Nicht immer so gleiche Themen. Aber ich sehe schon, Cartoon hat 60% schon. Wir warten noch kurz, vielleicht kommt da noch ein paar Stimmen, aber sieht sehr nach Thema Cartoon aus. Ja, okay, das ist schon eindeutig. Warum nicht Kindheit? Das ist ein bisschen schwierig, glaube ich, als Thema, ne? Das ist ein bisschen schwierig. Ja, okay. Das ist eindeutig. Wir machen als Thema diese Runde. Also alles, ne? Also alles, was damit zu tun hat. Anime. Cartoon und Zeichentrick und, also muss man da nicht mehr alles noch hinschreiben. Ich glaube, das
wisst ihr jetzt schon. Digga, das ist so fett, Alter. Das packen wir doch mal irgendwie hier rein. So. Okay. Thema ist dieses Mal Anime, Cartoon. Anime ist Kindheit, das stimmt. Dragon Ball, die guten alten Zeiten. Und Naruto immer. Auf RTL 2. Code bleibt gleich. Also Code ist Destiny 1. Für die Leute, die neu sind, oben ist der Map-Code. Oder falls ihr die Map auch nicht kennt, könnt ihr einfach hier oben bei der Suche gehen und einfach Destiny eingeben. Dann findet ihr schon die Map. Und dann, ganz wichtig, öffentlich machen. Und ready. Boom. Ich habe Lara Croft voll Gold. Kann ich sie nehmen? Jupp. Das würde ich sagen, zählt. So. Code ist Destiny 1. Map-Code steht in der Mitte. Steht auch im Chat für die Leute, die neu sind. Hier steht auch nochmal der Map-Code. Ansonsten könnt ihr auch einfach nach Destiny suchen. So findet ihr es auch. Bin fertig, kannst starten. Digga, du hast safe für das Thema schon was vorbereitet. Doch, Lara Croft zähle ich. Das zähle ich. Also du weißt schon, welche ich meine, ne? Zeichentrick habe ich ja auch gesagt. Na, also die jetzt nicht unbedingt, aber die hier. Safe. Habe ich auch so in mein Skin geändert. Fuck, man. Sieht aus wie eine Wachsfigur. Geht die Vollgold? Ja, ich glaube, Vollgold war wieder so ein bisschen normaler. Ich würde so diese Version eher nehmen. Wie joint man? Du musst den Map-Code eingeben. Du musst den Custom-Code eingeben. Destiny 1. Und Themas aktuell Anime Cartoon. Ich pack mal kurz aber das Ding ein bisschen weiter. Soll ich es links packen oder? Irgendwo, dass man es ein bisschen besser sehen kann. Weil es ein bisschen gerade fett ist. Ich mache einfach anderes. Komm. Ich mache Anime einfach so. Ich glaube mal, ihr wisst ja, was damit das alles gemeint ist. So, jetzt passt das, glaube ich, ein bisschen besser. Geht's Nezumi? Nezumi? Muss ich aber nochmal schauen, wer das war. Nezumi. Ich hab die gar nicht. Achso, nee, ich hab einen Filter. Wenn ich sie überhaupt habe, habe ich sie. Würde ich zählen lassen, ja. Zählt Peter Griffin? Definitiv. Spider-Man voll Gold. Kann ich irgendeinen animierten Skin nehmen? Yes. Yes. Spider-Man voll Gold. Ich weiß nicht, ich würde nicht die Gold-Version nehmen. Die normale Version geht auf jeden Fall klar. Aber nicht die Gold-Version, weiß ich jetzt nicht. Die habe ich, glaube ich, selber nicht mal. Also wenn die so, wenn du sagst, das passt, dann nimm die. Hast du als Sigma schon in Valorant geweint? Ja, ich wünschte, ich würde in Valorant mehr weinen, Alter. Bei diesen Mates. Deadpool? Weiß ich nicht. Mods.
Ich habe kein Spray. Ihr habt noch Zeit, ne? Ihr habt noch Zeit. Hallo, Cramps. Ja. Nicht solche Ausdrücke hier mit dem Chat. Mann. Ja, jetzt erst. Ich war schneller, aber Cramps. Ja, Top Chat, Loser. Also ihr braucht alles, ne? Ihr braucht eine ganze Skin-Kombi. Ihr braucht, ganz wichtig, drei Emotes. Drei Emotes braucht ihr. Ein Emoticon und ein Spray. Und Waffenlackierung. Ich bin allein auf der Map. Du musst auch den Custom-Code noch eingeben. Du hast gerade nur auf der Map gesucht. Du musst auch als Custom-Code Desti1 eingeben. Für die Leute, die nicht wissen, wie das funktioniert, ihr müsst einfach hier in der Lobby, wo ihr seid, ein bisschen weiter nach unten gehen und hier bei Schlüssel einfach einen Klick machen oder halt den Knopf drücken, whatever. Und dann hier alles kleinschreiben, Desti1. Und dann suchen. Also auf öffentlich. Ey, da steht Verbindungsfehler oder so. Ich glaube, Fortnite hat ein paar Probleme aktuell. Aber wenn du alles richtig gemacht hast, solltest du jetzt in der Lobby sein, in dieser Wartegruppe hier. Risky. Wenn die Donations reinkommen von dir, dann auf jeden Fall. Wann starte ich? Ich starte erst so in 2-3 Minuten. Ich will ein bisschen Zeit geben. Weil nicht jeder hat gleich seine Skin-Kombi ready. Man muss alles vorbereiten. In der Runde kann man nichts mehr machen. Geht auch ein Spray, was Anime ist, aber nicht zum Skin passt. Wenn du wirklich nichts mehr anderes hast, dann ja. Aber ich würde sagen, versuch irgendwas zu finden, was zum Skin passt, weil das gibt eher mehr Punkte. Wie früh haben wir denn schon? Ja, wir warten noch so 2 Minuten. Ich würde sagen, bei 9 starten wir. Dann hatte jeder genug Zeit, um die Skin-Kombi zu machen, weil ihr braucht, nicht vergessen, alles. Und ihr dürft kein Set benutzen. Kein Set. Ihr braucht eine Waffenlackierung. Ihr braucht einen Hängegleiter. Ihr braucht 3 Emotes, ein Spray, ein Emoticon. Man braucht wirklich alles. Daher mache ich auch extra ein bisschen länger, damit man ein bisschen mehr Zeit hat. Hab gerade eben aus Versehen geschlafen. Ja, aus Versehen. Passiert's mir auch immer wieder. Und falls ihr mich noch supporten wollt, Jungs und Mädels. Region war vielleicht falsch, kann sein. Am besten immer Auto einstellen. Auto oder Europa, eins von beiden, muss immer funktionieren. Deadpool ist ein Comic, ich weiß. War ich so 50-50, you know? 50-50. aber falls ihr mich noch supporten wollt, Jungs und Mädels, ihr könnt gerne in den Itemshop gehen, ne? Ihr wisst ja Bescheid, ne? So, was ich für Tricks hier mache. Geht auch, wenn ich No-Skin nehme. Nee, leider nicht. No-Skin ist ja keiner. Falls ihr mich supporten wollt, gerne im Shop gehen. Gerne in dem Shop meinen Creator-Code eintragen. Würde ich mich mega freuen, wenn wir heute die 50 Supporter schaffen könnten. Falls ihr schon mich unterstützt, Kuss geht raus. Ich werde bald auch wieder eine Verlosung machen für die ganzen Leute, die hier den Creator-Code immer wieder fleißig eingeben. Aber ich glaube erst am Wochenende, also Samstag oder Sonntag. Falls ihr auch mich unterstützen wollt, gerne eintragen. Ja, ich bin mal gespannt, was ihr als Kombi habt. Wir starten in 10 Sekunden. Schnell ready machen. Und gerne den Creator-Code auf jeden Fall eintragen. Hab gerade bemerkt, dass Schule hatte. Und morgen geht's. Obwohl, viele haben jetzt Ferien.
Aber dafür gibst du mir Geld, Risky. Hab ihn gerade drinnen, danke dir. Passt Son Goku? Yep. Hast du Blaumütze? Nee, das ist eine, das günstig ich nicht habe. Das ist jetzt Sailor Moon, klar. Wir starten in 15 Sekunden. Schnell ready machen. Ja, Son Goku passt auf jeden Fall. So. Dann starten wir. Son Goku ist kein Anime-Charakter. Nein. Absolut nicht. Hab gemerkt, dass ich Ferien habe. Ja, ich... Ich habe leider keine Ferien. Ja. Was ist dein seltenster Skin? Boah, weiß ich nicht. Schwierig. Nein, komm. Red Pierre. Ha? Ara. Eigenmische. Son Goku ist ein Musiker. Kannst du mich bitte grüßen? Natürlich, Adrian. Grüße gehen raus. Hab mein Spray vergessen und Gleiter. Oh. Wird dann kritisch, weil jetzt kannst du nichts mehr ändern. Alter, ich sehe hier einfach Attack on Titan. Eren Jagger. Okay, Thema war Anime Cartoon. Schauen wir mal, was. Schauen wir mal, was für Skin-Kombis hier rauskommen. Das ist einer. Aber Hauptsache, es ist zeichnerisch. Ne? Also, es ist jetzt kein Skin, der unbedingt jetzt nicht richtig wäre. Ich steck fest! Ich will auch diesen Emote haben. Ey Mann, ich muss mein Battle Pass leveln, Alter. Nadel hätte gewonnen. Ja, Nadel. Das wäre sein Thema gewesen. Ohne Witz. Alright. Hier nochmal die Reihenfolge für die Leute, die neu sind. Erste Runde ist nur der Skin. Nur der Skin. Zweite Runde ist Emotes. Nur Emotes. Dritte Runde ist Waffenlackierung und Spray. Und vierte Runde ist der Gleiter. Man hätte Mewtwo nehmen sollen. Ja, das stimmt. Einfach motherfucking Mewtwo, Alter. So, dann starten wir direkt. Ich glaube, alle sind ready. Dead. Wirklich? Hä? Aber... Ich habe jetzt keinen gesehen, der gerade draufgegangen ist. Wow. Das ist blöd gelaufen, würde ich dann mal sagen. Seid ihr wirklich beide draufgegangen? Das glaube ich irgendwie gar nicht. Es ist, glaube ich, nur einer draufgegangen. Alright. Jo. Das ist schon irgendwie geil. Das gefällt mir. Ganz weiter. Ich brauche deine Spitzhacke, keine Bolts. Spitzhacke finde ich nice, aber ich finde Backbling. Na, besser Tusch. Nee, sorry, ich muss dich leider wegen dem Backbling töten. Ich weiß nicht. Also Backbling. Ja, obwohl, ist okay. Ist okay, kann weiter. Oh. Einmal drehen noch. Ich glaube, bin nicht reingekommen. Ja, Fortnite hat ein paar Probleme leider. Also, wir schauen auch wegen der Map nochmal nach.
Aber ja, das ist auch gut. Dich würde ich leider nicht als Anime. Sorry. Nee. Dich würde ich leider nicht nehmen. Sorry, sorry. Nee, sorry. Würde ich den Skin als Cartoon an? Nee, eigentlich auch nicht, sorry. Joa. Na, leider. Der kleine Cocinius. Ist so gut? Da ist unser Aaron Jagger. Aaron Jagger. Dreh dich mal bitte einmal um. Was ist das denn für ein Backbling? Ihr müsst dann mir immer sagen, wenn etwas set ist. Jetzt bin ich mir. Nee, was ist das für ein Backbling, Digga? Das kann ich ja gar nicht. Ja. Mich ran. Der Hammer ist geil. Ja, das lasse ich weiter, du bist gut. Ja, kann auch weiter, ist auch gut. Peter Griffin, Alter. Skin ist gut, aber ich finde dein Backbling leider nicht so gut. Dreh dich noch mal bitte um. Ich muss mal dein Backbling sehen. Nee, ich hätte einen anderen Backbling genommen, sorry. Hättest einen anderen Backbling genommen, wärst du weitergekommen. Ja. Kann weiter. Einmal drehen. Code hat nicht geklappt. Echt? Eigentlich sollte der Code funktionieren. Warte mal, da haben wir doch noch einen Peter Griffin. Welchen von beiden würde ich weiterlassen? Ja, dich würde ich weiterlassen. Dich würde ich leider raushauen. Sorry. Sorry, sorry, sorry. Einmal drehen. Achso, ja, wenn mitten in der Runde kannst du leider nicht mehr joinen. Kannst du hier nochmal drehen? Ich habe jetzt gerade nicht aufgepasst. Ja, passt. Einmal drehen. Ah. Ich bin mal gespannt, was das Emotes hat. Ich will das mal sehen. Das ist nicht schlecht. Ja, ist auch nicht schlecht. Kann auch weiter. Auch nicht schlecht. Keine Emotes. Aber leider nein. Sorry. Okay, dann laufen wir mal weiter. Ja, Elias, es gibt leider ein Problem aktuell. Ich weiß auch nicht warum, aber genau zwei oder genau drei Leute können nicht immer weiterkommen. Die bleiben in dieser Runde drinne, wo sie gerade sich befinden. Ich weiß nicht warum. Wirklich, das muss Beef auf jeden Fall fixen. Ich habe keine Ahnung. Erster Emote. Ist leider irgendwas Blödes aktuelles. Alright, zweiter Emote. Okay, ja, ist nicht schlecht. Zweiter Mode. Ja, okay. Und noch einen dritten. Und noch einen dritten. Ich bin aus der Runde geflogen. Ja, das ist nicht schlecht. Der Link gefällt mir. Ich muss nur noch deine Mode sehen. Sag nochmal. Ja, kann auch weiter. Beides gut. Nixon. Erster Mode. Okay. Ja. Zweiter Emote. Also immer wenn ich so einen anderen Emote mache, heißt es, ihr sollt auch einen anderen Emote machen für die Leute, die neu sind. Okay, beide machen den gleichen Emote. Und noch einen dritten? Habt ihr noch einen dritten?
Okay. Okay, ich bin ehrlich, ich fand links dann ein bisschen stärker. Sorry, knappe Entscheidung aber. Knappe Entscheidung, hallo. Aber gute Skin-Kombi, hallo. Wechsel mal deine Emotes, niemals. Erste Emote. Kannst du mich als Freund annehmen? Ich werde am Sonntag wieder Leute adden. Okay. Zweite Emote. Und den Skin, niemals, den Skin lasse ich für immer. Nee, Spaß, ich werde schon wieder ändern. Alright. Und noch einen dritten Emote. Links auf jeden Fall weiter. Aber ich bin ehrlich, rechts sind halt schon gute Emotes, so vom Thema her, aber zum Skin finde ich sie leider überhaupt nicht passend. Sorry. Geile Skin-Kombi, aber ich hätte irgendwie andere Emotes genommen. Die waren ja, die waren nicht schlecht, aber die haben nicht zum Skin gepasst. Erste Emote. Okay. Zweiter Emote. Echt? Nicole? Okay. Zweiter Emote. Alright. Links ist sehr gut. Noch einen dritten Emote. Mein Server ist abgestürzt. Ja, Fortnite hat heute echt Probleme. Also links ist sehr starke Emotes. Er macht den Emote. Ich muss dich leider töten. Aber es waren gute, das waren gute Emotes. Erster Emote. Alright, beide gut. Ja, heute hat Fortnite irgendwie auch ein paar Probleme. Zweiter Mode. Ja, beide gut. Morgen weiß ich nicht. Also morgen vielleicht. 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 Mr. Krabs. Ja, beides gut. Beides gut. Oh, die nächsten. Erster Mode. Okay, ja. Zweiter Emote. Ja, heute hat Fortnite richtig viele Probleme, Nicole. Die haben ein Update rausgebracht. Ja, okay, der bleibt bei Gold. Ja, sorry, dass ich so viel zu tun habe. Ja, okay, links ist sehr, sehr gut. Rechts, zwei gute Emotes. Den Feuer-Emote fühle ich leider nicht. Was für Kev, du Wichser. Es ist wirklich so. Du bist mal weiter, aber du bist jetzt ein bisschen Kippe für mich. Ich fand deine Kombi schon ganz in Ordnung. So, hier einmal. Auf den Knopf drücken. Ihr müsst auf den Knopf drücken. Auf den Knopf. Wenn es Cramps sagt, dann stimmt es. Mal schauen. Jawohl. So, erster Mod. Okay. Zweiter Emote. Rechts ist auch gut. Das sind gute Emotes. Ja, stark. Was macht links? Links zweiter Emote. Der ist noch immer noch dein erster. Ich brauche den zweiten. Okay. Und noch einen dritten. Und noch einen dritten Emote. Ah, aufpassen, das ist Set. Das ist Set. Das ist Set. Du darfst nicht Set-Emotes machen. Einen anderen Emote. Ich lasse dich sonst. Ich muss dich leider kicken. Du musst einen anderen Emote machen. Das war Set. Aber links weiß ich nicht. Links war es auch nicht so überzeugend. Die ersten zwei Emotes haben nicht so ganz gepasst, finde ich. Nee, leider nicht ganz. Ich fand seine Emotes aber sehr gut. Weiß nicht, was ich machen soll. Soll ich dich weiterlassen oder soll ich dich kicken? Ich lass dich weiter, aber du bist Kippe. Du darfst nicht Set-Emotes machen.
einmal hier. Kannst du mich bitte grüßen? Natürlich, Grüße gehen raus. An Nicole und an Elias. Erster Emote. Okay. Zweiter Emote. Okay, ist auch nicht schlecht, gefällt mir. Zweiter Emote. Zweiter Emote. Der ist schon beim dritten, aber ich will von dem erstmal den zweiten noch sehen. Hallo? Ah, jetzt kam was. Okay, und noch einen dritten. Hast du noch einen dritten Emote? Und noch einen dritten Emote? Dich lasse ich weiter. Ich fand aber seine Emotes eigentlich gar nicht mal so schlecht. Ne? Erster Emote war gut, zweiter war auch gut. Ja, komm, wir lassen nicht weiter. Das habe ich jetzt nicht gesehen. So, nächste Runde. Nächste Runde. Spray und Waffenlackierung. Ich habe abonniert und Stream geliked. Dankeschön, Nicole. Danke dir. So, Spray an die Wand und Waffenlackierung mir zeigen. Die Waffenlackierung auch. Spray an die Wand und Waffenlackierung. Cramps. Sachen gibt's. Ha. Huh. Okay. Set. Was ist denn Set? Also, Cramps und Ace kennen sich sehr gut aus eigentlich. Aber jetzt so auf Sicherheitsbasis auch andere gefragt, nicht nur die zwei. Was wäre denn hier Set theoretisch? Oder bei dem? Ne, bei dem ist safe kein Set eigentlich. Ne, ist kein Set. Egal. Okay. Aber ne, ich finde das Spray aber auch nicht mal so gut tatsächlich. Nee, sorry. Maxim, leider hat das nicht gepasst. Bei dir... ja, lass ich mal noch so knapp durch. Ich hätte irgendwie ein anderes Spray erwartet. Schau mal, was er macht. Okay. Ja, perfekt, das sieht man ja gar nicht. Mach das hier an der Wand, dann sieht man es auch. Ne, an die Wand, an die Wand. Ja, genau. Oh, jetzt habe ich es auch. Perfekt, das habe ich auch so gut gemacht. Okay. Und Waffenlackierung zeigen? Okay, Waffenlackierung ist schon mal gut. Yo, Maxim. GG's auf jeden Fall. Ja. Brave weiß ich jetzt auch nicht ganz, aber irgendwie passt es wieder so. Nee, passt. Never mind, ich bin dumm. Passt. Passt. Kann weiter. Check. So, Spray an die Wand und Waffenlackierung zeigen. Nee, einmal hier an der linken Wand, genau. Und an der rechten Wand. Und Waffenlackierung. Ja, okay. Beides ist sehr gut. Kann weiter. Kann weiter. So, die nächsten. Spray wieder an die Wand. An die Wand und Waffenlackierung mir zeigen. Okay, ja. Schauen wir mal, was Son Goku noch hier macht. Nee, hier am besten das Spray machen. Da ist schon ein bisschen zu viel. Okay. Und was ist das? Waffenlackierung? Ja, okay. Waffenlackierung ist gut. Spray ist auch gut, ja. Der andere ist auch gut. Ey, es ist wieder da. Sehr gut. Aber alles gut. So, Spray und Waffenlackierung. Okay. Okay. Oh, stark.
So dumm es auch klingt, das ist aber kein Settenhase. Die Waffenlackierung meine ich damit eher. Boah. Nee, ich glaube nicht, dass Set ist. Nee. Alter, das ist sehr stark. Deadpool ist sehr, sehr stark. Links aber auch sehr gut. Passt farblich und passt auch. Perfekt. Stark. Starke Kombis, wirklich bis jetzt. Starke Kombis. So, letzter glaube ich schon. Son Goku. Einmal Spray noch machen. Einmal noch ein Spray. Und die Waffenlackierung zeigen. Oh, okay. Und was hast du als Waffenlackierung? Da war es schon ein bisschen Kippe wegen Dings gewesen. Wegen dem Set-Emote. Sorry. Reicht leider nicht aus. Aber, Henry, hättest du nur nicht diesen Set-Emote gemacht, wärst du jetzt weitergekommen. Nächstes Mal aufpassen. Aber GG ist geile Kombi, aber trotzdem. So, gehen wir zu den Gleitern. Der Set-Emote hat leider schon so einen fetten Minuspunkt gegeben. Alright, dann schauen wir mal den Gleiter an. Okay, ich kann ja fliegen, ne? Praktisch. Okay. Rechts auf jeden Fall ein Go. Links finde ich auch gut. Kann auch weiter. So, die nächsten zwei. So, schauen wir mal an. Jetzt ist das Fliegen echt praktisch. Okay, rechts hat einen Anime-Hanggleiter. Links. Oh, links auch. Links ist gut. Links ist gut. Rechts, ja. Ja, passt auch. Klar zum Thema. Ja. Ah, die nächsten zwei. Oh, links stark. Links ist stark. Rechts ist auch sehr gut. Das gefällt mir beides sehr gut. Das war sehr gut. So, die nächsten zwei. Ja, okay, Deadpool ist auch schon strong. Deadpool ist auch strong. Ich muss jetzt nur noch den anderen sehen, was hat der als Hängegleiter. Oh. Nee, das passt leider nicht. Sorry, Bro. Das passt leider nicht. Cookie, geile Kombi. Leider nicht der Hängegleiter. Der hat nicht gepasst. Ja, das ist gut. Das ist sehr gut. Ja, es gibt schon aber echt gute Skin-Kombis, ne? Also wirklich. Da sind echt richtig gute Leute dabei. Kann man nichts sagen. Ace und ich aber nicht. Sad. So, Spray machen. Yes. Spray machen und Emoticon. Spray und Emoticon. Einmal an die Wand gehen irgendwo. Spray und Emoticon ballern, damit ich das sehen kann, was ihr dabei habt. Orochimaru, Alter. Boah, wie viel Uhr haben wir denn jetzt schon? Oh, kritisch. Ich muss gleich essen. Ich muss kurz einmal hier schießen. Ups, sorry. okay. Einmal bitte nochmal Spray machen. Sorry, das war nicht auf Gesicht. Hey, du hast doch sogar eine Runde gewonnen, Ace. Okay, was hast du als Emoticon? Emoticon. Alright. Emoticon nochmal. Hab's nicht ganz gesehen. Oh, das ist sehr gut. Emoticon. Okay. Emoticon. Ich sehe hier nichts. Okay. Emoticon. Okay. Spray. Spray und Emoticon. Okay. Und was hast du als Emoticon? Was hast du als Emoticon? Ich weiß nicht, ob wir noch eine Runde schaffen. Kritisch. Ich muss essen. Eigentlich so 10, 15 Minuten. Okay. Ich muss sagen,
Du bist der siebte Platz, oder? Warte mal, wie viel Runden sind? Ja. Nee, acht. Nee, sieben. Ich kann nichts zählen. Nee, acht. Warte. Nee, acht. Okay. Achter Platz geht an. Jerome Luca. GG's. Achter Platz geht an dich. Du bist sehr gut. Du bist sehr gut. Bei dir habe ich das Problem, dass es irgendwie passt schon. Ich würde dir den siebten Platz geben. Siebter Platz geht an FCB. Wieder im Finale. Der ist echt gut. Und ich glaube, ich muss nochmal bei dir den Emoticon sehen. Mhm. Mach mal du nochmal Emoticon. Was hat das als Emoticon? Sechster Platz geht an Krams. Krams, Rams, Rams. Ich wollte dich töten, Krams. Loser! So, ihr zwei. Ihr zwei, stellt euch mal bitte da einmal auf. Und ihr zwei einmal auch bitte dahin gehen. Hier hin. Wo passt meins nicht? Tja, ich wollte dich nur töten, Alter. Du Loser. So, Top 5. Ein Emote machen. Euren besten Emote. Euren besten Emote machen. Ja, deins hat schon gepasst. Deins hat definitiv gepasst. Aber ich wollte dich nur töten. Fuck you, Cramps. Nee, war wirklich gut, Cramps. Wirklich. So, euren besten Emote jetzt. Einmal euren besten Emote zeigen. Deadpool raus ist keine Ahnung. Mir ist ja Cartoon auch und Zeichentrick auch. Okay, der ist schon sehr, sehr gut. Zeig mir nochmal deinen. Deadpool ist auch schon gut, ne? Er ist schon gut. Er ist schon gut. Ich glaube, ich würde dir den fünften Platz geben. Ja, fünfter Platz geht an. Sorry! Fünfter Platz geht an dich. Stell dich mal bitte wieder hier hin. Aber bitte wieder dahin stellen. Aber hier, du kriegst noch eine Umarmung. Aber jetzt zurück. So, zeigt mir jetzt euren zweitbesten. Ah, du warst ja sorry gewesen. Ja, GG's, fünfter Platz ging an dich. Zeigt mir euren zweitbesten. Euren zweitbesten Emote. Was habt ihr als zweitbesten? Ja, Krams will, dass alle sterben. Der ist kein Cartoon. Es gibt keine einfach. Deadpool ist schon gut, Digga. Der arme Deadpool wird so rausgefrontet hier. Aber jetzt muss ich schauen. Na, ist jetzt schon. Ich würde sogar sagen, du kriegst den vierten Platz, weil das Problem ist, dein Backblink ist schon gut. Aber irgendwie hätte ich da was anderes gemacht. Vierter Platz geht an André. GG's. Vierter Platz geht an dich. So, du komm ein bisschen weiter näher ran. So. Geile Kombi, André. Geile Kombi. Vierter Platz auf jeden Fall. So. Nee, das Thema war ja Anime, Cartoon und Zeichentrick. Ich wollte nur nicht alles schreiben. So. Ich finde, du, stell dich mal ein bisschen weiter weg. So, der Chat soll entscheiden. Der Chat soll... Nee, komm mal her, komm mal her. So, der Chat soll entscheiden, wer von euch beiden ins Finale kommen soll. Wir machen es so. Zeigt nochmal euren besten Emote. Zeigt nochmal den Chat euren besten Emotes. Jetzt darf der Chat entscheiden, wer ins Finale kommen soll. Es soll es Deadpool sein. Dann schreibt eine 1 in den Chat. Wenn ihr sagt, nee, der andere Skin soll ins Finale kommen, dann schreibt eine 2 in den Chat. Thema war Anime, Cartoon und Zeichentrick. Okay, drei Sachen, nicht nur Anime. Es steht nur Anime dran.
Aber ich sehe auch nur zwei. Es tut mir leid, Deadpool. Dritter Platz geht an dich. So, dann stelle ich genau wieder hier hin. Ja, ist okay. Chat, ist okay. Ihr habt Deadpool rausgeschmissen, aber hey, er war schon eine gute Skin-Kombi. So, gleiches Spiel nochmal. Und jetzt aber dürft ihr entscheiden, wer gewinnen soll. Zeigt nochmal den Chat euren besten Emote. Wen von beiden würdet ihr sagen, der hat das gewonnen? Wenn ihr sagt, Nummer 1, dieser Skin hier mit dieser Skin-Kombi, dann schreibt eine 1 in den Chat. Wenn ihr sagt, nee, der Skin hier mit dieser Skin-Kombi, dann schreibt eine 2 in den Chat. 1 ist links, 2 ist rechts. Was sagt ihr, Chat? 1 ist links, 2 ist rechts. Du warst der Deadpool, GGs. Ich hab dich genommen, Deadpool. Du bist gut gewesen. So, Chat, was sagt ihr? 1 links, 2 rechts. Boah, aber ich sehe viele Zweier. 1 auch öfters da. Aber ich sehe echt nur Zweier, ne? GGs. Aber geile Skin-Kombi, wirklich. Sehr geile Skin-Kombi. Toxic Dream. Zweiter Platz geht an dich. Erster Platz geht an. Wer ist das? Black Ryan, glaube ich, ne? Ryan. Herzlichen Glückwunsch. Erster Platz geht an dich. GGs auf jeden Fall. GGs. Ja, geile Skin-Kombis auf jeden Fall. Geile Skin-Kombis. Toxic ist wieder in der Top 3 gewesen, ne? Niemals. Ich werde nicht mein Thema richtig durchziehen. Fuck you, man. Aber geile Skin-Kombi von Ryan. GGs. Und zweiter Platz wieder Toxic, ne? GGs. Ja, lass den armen Chamäleon in Ruhe. Der hat nur sein Deadpool genommen, was auch theoretisch ein Cartoon ist, wie halt auch ein Spider-Man. You know. Alles im grünen Bereich. Alles im grünen Bereich. Chamäleon. Alles entspannt. Das Problem ist, Jungs und Mädels, Gramps hat leider einen kleinen Cock und dementsprechend müssen wir jetzt auch schon für heute Schluss machen. Ich will jetzt nämlich auch was zu essen. Wo jetzt der Chat was essen schreibt, will ich mir was zu essen machen. Chat, für heute reicht das schon, ne? Aber keine Panik schieben. Wenn ihr Glück habt, bin ich morgen wieder live. Eventuell. Aber Donnerstag bin ich auf jeden Fall nicht live. Aber am Freitag bin ich dann im schlimmsten Fall wieder live. Zeig meinen On-Stream, traurig. Nee, ich will keinen Bann bekommen. Ich könnte es mir sogar vorstellen, dass du das machen würdest. Du Renny. Chat. Lasst gerne ein Abo da. Lasst gerne die Glocke da. Falls ihr Discord habt, könnt ihr auch gerne Discord joinen. Wir haben hier eine kleine Discord-Community. Da seid ihr immer eigentlich am neuesten Stand. Schrank Nadel. Wieso hat Nadel das? Also falls ihr Discord habt, gerne hier einfach auf den Link drauf gehen, dann joint ihr auch unsere Discord-Gruppe. Und da schreibe ich auch immer rein, wann ich wieder live bin. Aber ich bin morgen vielleicht live und übermorgen auf jeden Fall nicht live. Aber vielleicht bin ich ja morgen da. Mal schauen. War auf jeden Fall ein entspannter Stream. Ich hoffe, euch hat der Stream auch gefallen. Wir sehen uns im schlimmsten Fall am Wochenende. Euch noch einen entspannten Abend. Und bis später. Jackriss, du bist viel zu spät.